Das ja, nee, das nicht. Hallo, hallo? Hallo? Ja, guten Abend. Ich bin Anita Delalec und ich möchte Sie im Namen des Offenen Hauses der Kulturen begrüßen. Und herzlich willkommen zu der heutigen Veranstaltung Bosnien und Herzegowina zwischen Dayton und Brüssel. Ich begrüße die Teilnehmerinnen auf dem Podium, Samir Beharic, Marie-Janine Čalić, Tanja Topić und unseren Moderator Thorsten Grommes, der uns heute Abend durch die Diskussion führen wird und leiten. Und ich begrüße Sie, liebe Gäste hier. Mit der Veranstaltung knüpfen wir an die Tradition des Studierendenhauses an und verwirklichen den Anspruch, ein Ort zu sein, der es ermöglicht, den kritischen Geist der Demokratie zu praktizieren. Denn in der aktuellen Situation Bosnien-Herzegowinas geht es nicht nur um ein in Westbalkan gelegenes Land, sondern um unser Demokratieverständnis im Umgang mit einem europäischen Land, mit unseren Nachbarn. Als ich 1968 nach Deutschland kam, zwar nicht nach Frankfurt, aber nach Rottgau, ca. 24 Kilometer von hier entfernt, tobte hier in den Straßen, in der Umgebung, der Kampf, der vom Studierendenhaus ausging. Das konnte ich anhand der Ausstellung, die vom Verein des Hauses durch Michaela Filarakin kuratiert wurde und hier im Haus im Flur zu sehen ist, sehr gut nachvollziehen. Sie können durchaus nachher einen kleinen Spaziergang hinten im Flur machen. Da sehen Sie dann die Ausstellung, die Fotos, die Informationen zum Haus und zum Häuserkampf hier in Frankfurt geben. Zwischen 1992 und 1995 war das Haus ein Zufluchts- und Begegnungsort für geflüchtete Studierende aus Bosnien und Herzegowina und Gastarbeiterinnen und deren Kindern. Für mich persönlich ist das Haus ein Ort, eine Art, ja, Wahlheimatort geworden. Denn nach 1995 konnte ich, die in Zagreb geboren wurde und von dort migrierte, mit meiner bosnischen Herkunft weder jugoslawische noch kroatische noch bosnische Staatsbürgerin werden. Das ist mein starker Bezug zu dem regionalen Thema. So fand ich hier den Ort für einen kritischen Geist, der andere Möglichkeiten offenbaren kann. Und ich freue mich deshalb insbesondere, dass die erste bedeutende Veranstaltung zu Bosnien und Herzegowina nach dem langen Schlaf der Stille im offenen Haus der Kulturen stattfindet. Und mit der Heinrich-Böll-Stiftung, deren Stipendiatin ich war, in Kooperation durchgeführt wird. Und zum Schluss noch mein Dank an das Institut für die Sozialforschung, das uns die wunderschönen Stühle des Frankfurter Architekten Ferdinand Kramer für das Podium heute zur Verfügung gestellt hat. So, ein Applaus bitte für Herr Lessenich und sein Team. Ich möchte jetzt nur noch kurz, bevor ich zum Ende komme, darauf hinweisen, dass wir ja morgen das gleiche Thema haben in einem anderen Format, und zwar mit Bala Bala Balkan, was von Daniel Majic, der Frankfurter Journalist ist, und Krsto Lazarević, ebenfalls Journalist, in einem anderen Format bearbeitet wird, in Form eines Podcasts. Und wir zeigen einen Kurzfilm von Jasmina Music, At My Table,
Und danach gibt es dann Musik. Christo Lazarevic wird persönlich auflegen und DJ Jugo Tonka aus Berlin. So, Jugo Tonka, ja, Jugo Ton, die ehemalige jugoslawische Schallplattenfirma. So, und jetzt gebe ich das Wort an Herrn Gregoritsch von der Böll-Stiftung weiter und Herr Thorsten Grommes wird Ihnen dann die Teilnehmerinnen vorstellen. Bitte. Ja. Dankeschön. Dankeschön, Enida. Ich mache es auch ganz kurz. Ich möchte Sie auch im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen begrüßen. Das war ein bisschen ein Experiment auch für uns, zusammen mit dem Offenen Haus der Kulturen jetzt so eine Veranstaltung in Präsenz hier zu organisieren. Und es freut mich umso mehr zu sehen, dass weiterhin es ein Publikum gibt, das gewillt ist und interessiert ist, auch live zu solchen Veranstaltungen zu kommen und nicht nur auf YouTube bei irgendwelchen Zoom-Kacheln sich da anzuschauen, was kluge Leute zu interessanten Themen zu sagen haben. Deswegen danke ich Ihnen auch für Ihr Kommen und ich bin mir ganz sicher, dass wir einen interessanten Abend haben werden angesichts der Gäste, die wir hier haben und die wird dann Ihnen dann Herr Dr. Thorsten Grommes weiter vorstellen. Vielen Dank und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass der Saal so gut gefüllt ist. Der Anlass ist heute, wie Enida Delany schon gerade sagte, auch endlich mal wieder hier in Frankfurt über Bosnien und Herzegowina zu reden. Sie wissen, vor gut 30 Jahren begann dort der Krieg, der dann über 105.000 Menschen das Leben kostete und der furchtbare Tiefpunkt des Krieges, das war der Völkermord in Srebrenica. Und Sie haben es verfolgen können, vor einigen Tagen gab es wieder Gedenken an diese Ereignisse. Der Krieg endete dann 1995 mit dem Abkommen, was in Dayton ausverhandelt wurde, deswegen auch Dayton-Abkommen. Und natürlich ist eine ganze Menge seither passiert. 27 Jahre, das ist sehr, sehr, sehr lang. Und ein Ereignis, eine Etappe dabei war, dass Bosnien-Herzegowina die Aussicht eröffnet bekommen hat, eines Tages der Europäischen Union beizutreten. Und auch das Ziel der NATO beizutreten ist durchaus diskutiert worden. Und deswegen ist dieser Titel, den die Veranstalter hier gewählt haben, zwischen Dayton und Brüssel sehr passend. Also Dayton, dieser Markierungspunkt, dieser Wegscheide 1995, aber auch zwischen Dayton und Brüssel, was auch markiert, man ist noch nicht angekommen in der Europäischen Union. Wir wollen heute Abend hier versuchen, einen Blick zurückzumachen und zu werfen, aber auch nach vorne zu schauen. Zurück natürlich auf den Krieg, auf die Entwicklungen seither, auf diese mannigfaltigen Geschehnisse. Natürlich geht es auch um die aktuelle Lage in Bosnien-Herzegowina und wir wagen es auch darüber hinaus, ein wenig in die Zukunft zu schauen. Sie wissen vielleicht, im Oktober stehen Wahlen an und es gibt im Fußball das Sprichwort, das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Und so kann es auch mit Wahlen sein. Die nächsten Wahlen sind immer die wichtigsten. So, ich freue mich noch, dass noch weitere Gäste hinzukommen. Deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn ich nochmal unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier oben auf dem Podium und am Bildschirm nochmal vorstellen darf. Ich fange ganz links an. Marie-Janine Kalik, sie ist Professorin für Geschichte Osteuropas und Südosteuropa. Ich darf sagen, ich hatte die Freude, noch als Student ihr Standardwerk zu lesen zu Krieg in Bosnien-Herzegowina, später erweitert Krieg und Frieden in Bosnien-Herzegowina. Weitere Bücher etwa zur Geschichte Jugoslawiens, Südosteuropas oder auch eine Biografie zu Tito. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch auf Samir Beharic. Er ist Doktorand in Bamberg, arbeitet auf dem Gebiet der Migrationsforschung, auch mit dem Hintergrund Balkan, Westbalkan, Bosnien-Herzegowina. Und er hat auch sich einen Namen gemacht, international einen Namen gemacht als Aktivist und ist in dem Sinne auch Mitgewinner des Max van der Stoel-Preises für NGOs. Und es ging darum, eine Initiative, die sich zur Wehr gesetzt hat gegen Segregation an Schulen in Jajce in Zentralbosnien. Auch willkommen, Samir Beharic. So, und jetzt kommt die Probe, ob er uns wirklich hört. Ja, Reaktion.
Ich begrüße am Bildschirm Vedran Džihić. Er arbeitet unter anderem am Österreichischen Institut für internationale Politik. Und er hat auch ein sehr eindrucksvolles Buch geschrieben, unter anderem ein Buch geschrieben zur Ethnopolitik in Bosnien-Herzegowina. Und es ist toll, dass er jetzt digital bei uns sein kann. Und er nickt, das heißt, er hört uns. Ja, ja, alles funktioniert. Ja, und ich darf begrüßen Tanja Topic. Sie leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Banja Luka, wenn man so will, der wichtigsten Stadt in den serbischen Gebieten in Bosnien-Herzegowina. Sie war als Journalistin aktiv und ist auch heute in den bosnischen Medien eine gern gesehene und oft gefragte Kommentatorin. Schönen Abend, guten Abend, Frau Topic. Auch Sie sind hier herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Thorsten Gromes, ich arbeite am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung hier in Frankfurt und ich habe die ersten 10 Jahre meiner Laufbahn mich intensiver mit Bosnien-Herzegowina beschäftigt. Bevor wir jetzt einsteigen in die Diskussion, eine organisatorische Sache. Sie sehen hier vorne rechts, von Ihnen aus links, einen Tisch und da vorne einen Stehtisch. Dort finden Sie Karten vor und auch Stifte. Wir haben das dort eingerichtet als Möglichkeit, schon während der Diskussion, während der Beiträge hier oben Fragen einzureichen und Fragen zu markieren. Und die Veranstalter vom Offenen Haus der Kulturen und der Heinrich-Böll-Stiftung, die werden diese Fragen sichten und dortieren, schauen, welche Fragen kommen besonders oft, in welcher Reihenfolge sind sie vielleicht zu bringen und die werden wir dann auch in der späteren Runde unserer Diskussion hier oben daher auch behandeln können. Das heißt, wenn Sie mögen, fühlen Sie sich eingeladen, diese Möglichkeit zu nutzen, hier auch in dieser Form an diesem Abend teilzunehmen. Gut, dann steigen wir inhaltlich ein. Wie gesagt, der Blick zurück, der muss natürlich am Anfang stehen, damit wir auch verstehen können, was heute passiert, was heute in Bosnien-Herzegowina die Lage ist. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass Frau Kalik uns jetzt einen Überblick gibt, einen Rückblick und einen Überblick gibt über den Krieg in Bosnien-Herzegowina und den späteren Friedensschluss. Vielen Dank für die freundliche Einladung und die nette Einführung und für das Interesse, heute Abend sich mit Bosnien zu beschäftigen. Ich habe die unmögliche Aufgabe, in 10 Minuten maximal ein ziemlich komplexes Geschehen Ihnen in Erinnerung zu rufen und habe mir gedacht, dass ich das anhand von 3 Thesen machen möchte, die wir dann ja auch in der einen oder anderen Antwort diskutieren können. Meine erste These betrifft den Zerfallsprozess Jugoslawiens. Es gibt sehr viele Erklärungen, warum Jugoslawien zerfallen ist und warum zu diesem Zeitpunkt. Meine Erklärung lautet, dass Jugoslawien an scheinbar unvereinbaren Interessengegensätzen zerbrochen ist, an Interessengegensätzen, die durchaus jeder für sich genommen legitim waren, dass aber die Mittel, diese Interessen durchzusetzen, eben nicht mehr legitim waren. Oder anders ausgedrückt, der Zerfall Jugoslawiens war vielleicht oder wahrscheinlich sogar, ich möchte fast sagen, fast unvermeidlich, aber die Art und Weise, der Krieg und die Gewalt waren es nicht. Jugoslawien war ein sehr komplizierter Staat, der komplizierteste wahrscheinlich in Europa, nicht nur aufgrund der ethnischen und sozialen Gemengelage, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass es innerhalb dieses Staates ein sehr großes sozialökonomisches Entwicklungsgefälle gegeben hat, das Interessenkonflikte produziert hat, die sich dann mit sozusagen nationalen, nationalistischen Forderungen verbunden haben. Man muss sich vorstellen, dass Ende der 80er Jahre die Menschen in Slowenien pro Kopf der Bevölkerung im Durchschnitt 9-mal so wohlhabend waren wie die Menschen im Kosovo, also ein immenses Wohlstandsgefälle. Slowenien ein Land gewesen ist mit einer Wirtschaftsstruktur, die ungefähr Österreich geähnelt hat. Kosovo ein Land, das nicht überwiegend, aber doch noch stark agrarisch geprägt war. Und Bosnien auch ein Land,
das nicht an der Spitze der Entwicklung gestanden hat. Und diese unterschiedlichen Verfasstheiten haben natürlicherweise Konflikte produziert, insbesondere in einer Zeit, als die wirtschaftliche Lage schwieriger wurde. In den 80er Jahren durchlitt Jugoslawien, wie viele osteuropäische Länder, eine tiefe Wirtschaftskrise. Und das hat in den unterschiedlichen Republiken zu unterschiedlichen Antworten geführt, wie man diese Krise bewältigen soll. Im Bereich der Wirtschaftsreformen, auch im Bereich der Verfassungsreformen. Und es liegt eigentlich auf der Hand, dass ein Land, das industriell hochentwickelt ist und sich wirtschaftlich nach Westen orientiert, andere Antworten findet als Länder, die vielleicht abhängig sind von wirtschaftlichen Zuwendungen wie Bosnien oder auch Kosovo. Und deswegen sage ich, da waren durchaus legitime Interessen im Spiel, die dann in den Ende der 80er Jahre so weit gegangen sind, dass Slowenien und Kroatien gesagt haben, wir müssen uns dieses jugoslawischen Ballastes entledigen. Wir wollen eine Marktwirtschaft, wir wollen uns nach Europa orientieren und als letztes Mittel auch unilateral für unabhängig erklären, was dann auch passiert ist. Auf der anderen Seite, und das wird immer gerne vergessen in dieser Erzählung, hatte die Serben meines Erachtens auch durchaus legitime Interessen, denn der Staatszerfall Jugoslawiens bedrohte ihr nationales Projekt, dass alle Serben in einem Staat zusammenleben konnten. Jugoslawien war der erste Staat, in der die Serben quasi zusammenlebten. Ein Drittel aller Serben innerhalb Jugoslawiens lebte nicht in der Republik Serbien, sondern war anderswo zu Hause, unter anderem in Kroatien und auch in Bosnien. Und es erklärt, warum mit einer solchen Werbe und Entschlossenheit versucht wurde zu verhindern, diesen Staat zuerst zusammenzuhalten und dann sozusagen Alternative zum Erhalt Jugoslawiens, eine Art Rest-Jugoslawien oder Großserbien oder wie immer man das nennen möchte, durchzusetzen. Wir sind in einer Situation in den Ende der 80er Jahre, in denen politische Führungen dann schon nach 89, 90 ins Amt gewählt wurden, die streng nationalistische Interessen verfolgten. Und das war nicht nur in Serbien so, das war auch in Slowenien und Kroatien und andernorts der Fall. Und den, ich sag mal, historischen Kompromiss, auf dem Jugoslawien ruhte, nämlich dass man sozusagen einen Interessenausgleich schafft, nicht mehr aufrechterhalten wollten, sondern jeder nur noch sein eigenes Interesse im Blick hatte und die vielleicht auch legitimen Interessen der anderen missachtet hat. Das führt uns in die Vorgeschichte des Krieges und dann in den Krieg selber, der, wie ich jetzt sagen möchte, mit nicht legitimen Mitteln auch vorbereitet und dann auch durchgeführt wurde. Wir wissen aus den Verhandlungen in Den Haag zum Beispiel, dass die Führung der bosnischen Serben schon Monate bevor das überhaupt sich Bosnien unabhängig erklärt hat und der Krieg angefangen hat, Vorbereitungen getroffen hat für diesen Krieg, durch Bewaffnung, durch Kriegsausschüsse, einschließlich Vorbereitungen für das, was man ethnische Säuberungen, also ethnische Vertreibungen trifft. Daran ist nicht zu rütteln. Wir können diese Personen, die dafür verantwortlich sind, identifizieren. Und das ist mir auch wichtig, sowohl auf der politischen wie auf der militärischen Seite. Und die ein gigantisches Projekt der ethnischen Säuberungen mit militärischer Unterstützung, zum Teil aus Belgrad, dann auch durchgesetzt haben. Wir reden dieser Tage sehr viel von Flüchtlingen, Flüchtenden, Geflüchteten aus der Ukraine. Wenige erinnern sich an die immense Welle an Vertriebenen und Flüchtlingen im Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens, auch in Bosnien-Herzegowina, wo innerhalb von 3 Monaten, in Bosnien innerhalb von 3 Monaten über 2 Millionen Menschen, das war die Hälfte der Bevölkerung, innerhalb von 3 Monaten in Bewegung war, vertrieben oder geflohen aufgrund der Kriegsereignisse, fast 50% der Bevölkerung. Und allein diese immense Mobilisierung der Bevölkerung zeigt, dass das nicht eine Begleiterscheinung war, sondern dass das eine gezielte Politik dem zugrunde lag, die politisch geplant, militärisch umgesetzt war. Das gesagt habend, ist wichtig im Auge zu behalten, dass es auf allen Seiten
Flüchtlinge, Vertriebene gab. Also es sind auf allen Seiten Menschen Opfer ethnischer Vertreibungen geworden. Es gibt auch auf allen Seiten Täter, aber nicht in gleichem Maße. Also ist nicht in gleichem Maße, ist immer wichtig dazu zu sagen, aber Opfer gab es auf allen Seiten. Die Täter kann man in vielen Fällen, wie gesagt, identifizieren. Das ist wichtig, um sozusagen aus dieser Falle der Kollektivschuldvorwürfe rauszukommen. Meine zweite These betrifft den Friedensprozess und den Friedensschluss. Und mein Punkt, den ich hier machen möchte, ist, auch gerade in diesen Zeiten, wo wir so viel über Militär und Militäreinsätze sprechen, der Dayton-Vertrag, das Kriegsende, kam nicht nur und ich würde sogar behaupten, nicht ausschließlich durch militärische Unterstützung der NATO, Militäreinsätze zustande. Es ist richtig, dass die NATO aufgrund ihrer militärischen Luftschläge dazu beigetragen hat, eine Art Pattsituation auf dem Boden herzustellen zwischen den bosnischen Serben auf der einen Seite, kroatischen und bosniakischen Streitkräften auf der anderen Seite. Ungefähr im Sommer 1995 war das erreicht. Keine Seite konnte mehr erwarten, durch Kriegshandlungen noch große Verbesserungen zu erzielen. Richtig ist aber auch, dass die Serben zu diesem Zeitpunkt ihr militärisches Projekt schon weitgehend erreicht hatten, nämlich ihren eigenen Staat auf einem großen Teil des bosnischen Territoriums zu errichten und diesen auch in Anführungszeichen ethnisch homogenisiert zu haben. Was zu der, neben diesem militärischen Faktor meines Erachtens unerlässlich war, um zum Frieden zu kommen, war ein Friedensplan, den die Kontaktgruppe vorgelegt hat, der versucht hat, die eigentlich unvereinbaren Interessen der Kriegsparteien unter einen Hut zu bringen und in ein politisches Projekt zu gießen, das, wie sich heute herausgestellt hat, unmöglich ist. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Also ein Friedensplan, der so gemacht war, dass die Parteien ihn auch überhaupt akzeptieren konnten. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Dieser Frieden kam in einem damals nicht speziellen, aber aus heutiger Sicht speziellen internationalen Umfeld zusammen. In einem Kontext, in dem der Westen, die USA und die Europäer und Russland an einem Strang gezogen haben, ein gemeinsames Ziel hatten, nämlich diesen bosnischen Krieg zu beenden, sich auf eine Vorlage geeinigt haben und was wichtig ist, jeder hat auf seine, ich sage in Anführungszeichen, Schützlinge einwirken können. Hätten die Russen damals nicht Slobodan Milosevic und die bosnischen Serben in die Zange genommen und gesagt, ihr unterschreibt jetzt, sonst seid ihr unsere Unterstützung los und hätten nicht die Deutschen, die Kroaten und so weiter beeinflusst, wäre dieser Friedensschluss nicht zustande gekommen. Und es ist wichtig zu verstehen, wenn wir heute, glaube ich, über Ukraine reden, dass wir in einem ganz anderen Umfeld sind und dass Russland diese Rolle heute auch nicht mehr spielt, auch nicht im Westbalkan, sondern Russland spielt seit einigen Jahren die Rolle des Spoilers, was immer sozusagen der Westen möchte. Russland ist dagegen, bis hin zu dem Punkt, dass der hohe Repräsentant abgeschafft werden soll und so weiter und so fort. Wichtig ist aber meines Erachtens doch zu verstehen, dass sozusagen die militärische Anstrengung und die Intervention das eine ist, aber wenn man keinen guten politischen Plan hat und das internationale Umfeld auch nicht vorhanden ist, man relativ schlechte Karten hat. Dritter Punkt, und dann, das mache ich jetzt nur kurz, weil es eigentlich unser Thema schon betrifft, der Diskussion, der Vertrag selber und was kam danach. Und meine These lautet, dass Dayton den heißen Krieg beendet hat, aber die eigentlichen Kriegsursachen nicht beseitigt und auch nicht überwunden hat. Zum Teil sind ja auch sogar noch die Protagonisten dieselben, die da heute im Amt sind. Der Dayton-Vertrag ist zu Ende gegangen in einer Situation, wo der Krieg ist zu Ende gegangen, ohne dass es klare Sieger und Verlierer gab. Ja, wir machen uns was vor, zu sagen, ja, die Serben haben eigentlich verloren. Die haben moralisch verloren, aber politisch, militärisch nicht. Der Dayton-Vertrag hat sanktioniert, was im Krieg geschaffen wurde, nicht sozusagen in voller territorialen Größe, 2% wurde ein bisschen weggenommen, aber das eigentliche Ziel, den eigentlichen serbischen Staat zu gründen, war erreicht und vieles
andere eben auch. Also wir sind in einer Situation, in der es keinen Sieger, keinen Verlierer gibt und jeder denkt eigentlich, habe ich den Krieg gewonnen und kann vielleicht auch noch ein bisschen was Besseres rausholen. Die Ziele der Konfliktparteien sind seit 92, behaupte ich, im Grunde genommen die gleichen geblieben. Die bosniakische Seite hat versucht und dafür im Krieg gekämpft, Bosnien als Gesamtstaat zu erhalten, auch als bosniakischen Nationalstaat zu erhalten in den bestehenden Grenzen. Die Serben und die Kroaten hatten ein anderes Projekt, nämlich Bosnien zu föderalisieren und ihren Nationen eigene autonome staatliche Selbstverwaltungs- oder sogar Staatsstrukturen oder sogar unabhängige Staaten zu geben. Und wenn wir uns jetzt ansehen, was heute passiert, dann glaube ich, kann man diese Interessenlage immer noch beobachten. Meine Mitdiskutanten mögen mir bitte widersprechen. Ich wäre froh, wenn es anders wäre. Aber mit diesem düsteren Ausblick möchte ich sozusagen das hier beenden. Das Grundproblem aus meiner Sicht ist, dass sich keine Seite in Bosnien wirklich mit diesem Vertrag identifiziert und Dayton Bosnien an einem grundsätzlichen Problem mangelnder Legitimität und auch gemeinsamer staatlicher Identität mangelt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Karlik, für diesen Parforce-Ritt durch komplexe Lagen, durch komplexe geschichtliche Entwicklungen und gleichzeitig mit der Einordnung des Heute, ja, der Ukraine-Frage, auch anderer Konflikte. Das ist ja auch das, was Friedensabkommen generell ausmacht, ja, dass die Beteiligten, die Unterzeichnerinnen alle unzufrieden sind, natürlich auf unterschiedliche Art und Weise. Ja, und das ist in der Regel immer die zweitbeste Lösung, so ein Friedensabkommen, aus deren Sicht die beste Option wäre für Sie gewesen, sich natürlich mit den ganzen Zielen durchzusetzen. Frau Karlik hat sie gerade beschrieben. Nun haben wir jetzt Bosnien-Herzegowina seither in diesem Kompromiss, ja, der bedeutet, es gibt weder diesen Staat, den Bosniaken wollen, einen starken Staat mit starken Institutionen in der Zentrale, und es gibt aber auch nicht dann diese völlige Aufteilung des Landes in separate Staaten, die viele Serben gefordert hatten und auch einige Kroaten oder viele Kroaten zeitweise auch sich dafür eingesetzt hatten. Das heißt, in dieser Schwebe steht das Land seither. Und es war schon jetzt eigentlich eine Mission Impossible, das zu schildern, was Frau Karlik trotzdem geschafft hat. Und es wird jetzt geringfügig leichter nur, fürchte ich, wenn wir jetzt versuchen, 27 Jahre auch wieder nur in ein paar Minuten aufzuarbeiten. Das geht natürlich dann auch nur in einigen Stichworten. Und Frau Karlik hat es schon angedeutet, weil das Land jetzt in diesem prekären, in diesem kalten Frieden stecken musste, nach dem Dayton-Abkommen, war eine Reaktion, dass man in diesem internationalen Umfeld sich auch entschieden hat, wie in vielen anderen Ländern auch, man muss eine Art Nachsorge betreiben, man muss Bemühungen starten, so etwas, weil man sagt, den Frieden zu festigen, den Frieden zu konsolidieren. Und damit würde ich jetzt auch gerne zu Vedran Djic übergehen. Es gibt ja nach vielen Konflikten diese Bemühungen. Und daher erstmal zwei Fragen zu Anstrengungen, die in Bosnien-Herzegowina auch besonders prominent waren. Das eine ist, was müssen wir wissen über eines der sehr häufig eingesetzten Mittel, nämlich Friedenstruppen zu stationieren? Was hat das in Bosnien-Herzegowina auf sich? Und die zweite Frage, eben fiel dieser Begriff schon, dieser hohe Repräsentant, eine Art ziviler internationaler Aufseher, was müssen wir über den wissen? Weiter dann, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. Also ich hoffe, dass ich als virtueller Gast auch im Raum gehört werde. Stimmt das? Funktioniert, super. Na, dann bin ich sehr happy. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es tut mir leid, dass ich nicht live in Frankfurt mit Ihnen dabei sein kann. Das nächste Mal hole ich das nach. Zu deiner Frage, Thorsten. Eine wichtige Vorbemerkung, auch jetzt im Kontext des Vergleichs mit dem Ukraine-Krieg. Die Zerstörung des Landes nach dem Krieg war enorm. Wenn man sich auch die Zahlen vor Augen hält, 100.000 Tote, das ist eine unglaublich hohe Zahl. Wenn man sich auch vor Augen hält, dass mehr als 2 Millionen Menschen geflüchtet waren, also wäre das jetzt vergleichbar mit etwa 20 oder 25 Millionen Ukrainern,
die sich auf die Flucht, in Fluchtbewegung setzen würden. Das heißt, eine sehr, sehr weitgehende Zerstörung und auch ein sehr brutaler Krieg, wo, und das ist auch wichtig zu erwähnen, die internationale Staatengemeinschaft auch einen Teil der Schuld für dieses brutale Versagen der Humanität eigentlich in diesem Land trägt. Also wir haben Srebrenica nicht erwähnt. Es gab einen Völkermord im Juli 1995, also wo jetzt gerade der Jahrestag begangen wurde. Wir werden später zu diesem Thema sicherlich dazukommen. Aber da trägt konkret an Srebrenica auch die internationale Staatengemeinschaft, die holländischen UNO-Soldaten tragen auch die Schuld dafür, was hier geschehen ist. Zur Frage der Intervention. Also ja, die massive Intervention war am Beginn notwendig angesichts dieser verheerenden Bilanz. Es kamen auch 60.000 Truppen ins Land, um sich das bildhaft vorzustellen. Das wäre in etwa vergleichbar mit einer Summe oder einer Anzahl von 1.200.000 Soldaten, die nach Deutschland kommen würden, um den Frieden aufrechtzuerhalten. Nur, dass Sie mal eine Vorstellung vor Augen haben, also wie massiv diese Intervention war. Und die war auch im Sicherheitsbereich auch notwendig. Und die war, und das muss man auch sagen, erfolgreich. Man hat die Demilitarisierung des Landes vorangetrieben. Man hat die Grenzen gezogen zwischen den verfeindeten Parteien. Und man kann aus der heutigen Perspektive sagen, dass dieser Sicherheitsaspekt eigentlich befriedigend und gut gelöst wurde. Damit aber gleich zur schwierigeren Frage und zur Frage, die du, Thorsten, gestellt hast nach dem Hohen Repräsentanten. Das ist etwas, was tatsächlich sui generis ist in Bosnien. Wir haben eine solche Einrichtung, die Gesetze erlassen kann, die Politiker entlassen kann per Dekret, bis jetzt bei den Nation-Building-Versuchen in dieser Form selten gehabt oder gar nicht gehabt. Und da muss man auch ein Faktum ins Treffen führen, und zwar die Tatsache, dass das Amt des Hohen Repräsentanten als zivile, oberste zivile Instanz bis zum Jahr 97, bis zu den sogenannten Bonner Vollmachten, also in Bonn gab es eine Sitzung des Friedensimplementierungsrates, und man hat sich dann entschieden, dass man eben diese weitgehenden Befugnisse dem Hohen Repräsentanten gibt. Und der Grund war auch ganz klar. Es hat zwar im Bereich der Sicherheitsbewahrung Fortschritte gegeben, im zivilen Bereich hat man keinen Elitenwechsel zusammengebracht. Bei den Wahlen im Jahr 1996 kamen dann die alten Nationalisten nochmal an die Macht und es gab sehr viel Obstruktion im Land. Und man hat sich dann entschieden, dass man eben mit diesen weitgehenden Vollmachten ab 1997 dem OHR die Möglichkeit gibt, tatsächlich diese Deblockade herbeizuführen. Was damals sehr schnell auch vonstatten ging, es gab eine ganze Reihe von massiven Interventionen des Hohen Repräsentanten, hat sich dann nach einigen Jahren ins Gegenteil verkehrt. Wir werden das sicher später auch noch thematisieren. Das heißt eben diese Frage, wie kann man von außen, ohne demokratisch legitimiert zu sein, Entscheidungen treffen, die die politische Situation im Land weitgehend betreffen. Und das ist eigentlich bis heute ein Widerspruch geblieben. Aber ich glaube, zu diesem kommen wir später, weil auch zur aktuellen Krise im Jahr 2021, 2022 auch dieses Amt eine sehr große Rolle spielt. Ja, vielen Dank. Es fiel gerade schon das Stichwort Demokratisierung, Aufbau einer Demokratie, und da vielleicht nur kurz zur Einordnung. Gerade in den 90er Jahren war das eine ganz prominente Idee in der internationalen Friedenspolitik, dass man meinte, man kann Nachkriegsgesellschaften dadurch stabilisieren, indem man Demokratie fördert. Und deswegen meine Frage gleich auch an Tanja Topic. Was wurde dann unternommen in Bosnien-Herzegowina, um dort eine Demokratie aufzubauen? Es wurde in der Zeit sehr viel also gemacht, und der Engagement und der Einsatz vor allem der internationalen Gemeinschaft war sehr, sehr stark. Die internationale Gemeinschaft sollte auf diesem Weg zu helfen. Es wurden, also vielleicht werde ich dann einfach sagen, man hat ja versucht,
die Kompetenzen des staatlichen Institutionen zu stärken, einfach Bosnien und Herzegowina als einen funktionsfähigen Staat aufzustellen und aufzubauen. Und da muss ich ja einfach einen Rückblick auf das, was Frau Kalik gesagt hat, werfen. Der Begriff und die Stellungnahme und politische Position der politischen Akteure aus der Republika Srpska, dass man Republika Srpska als eigenen Staat im Staat gefördert hat. Und das ist ja, glaube ich, das größte Problem, dass auch Demokratieförderung, aber auch Funktionsfähigkeit von Bosnien und Herzegowina irgendwie zerstört hat, rückständig gemacht hat. Bis 2004 hatte man auch die Reformen umzusetzt. Vor allem, wir hatten ja eine Verteidigungsreform, die eine erfolgreiche Reform gewesen ist, in dem Sinne, dass man aus drei bis daher gestrittenen Armee, die auf in Bosnien und Herzegowina also auch gegenseitig gekämpft haben, einfach zusammengeführt hat und man hat ja Streitkräfte von Bosnien und Herzegowina gegründet. Im Finanzbereich auch, also Steuerpolitik, Mehrwertsteuerpolitik, dann Justizbereich, dann hat man auch einige Bereiche, also gemacht und Bosnien und Herzegowina befand sich 2004 auf einem guten Weg. Aber dann kam ein Rückschlag und ich werde sagen, also ich werde diesen Rückschlag mit dem Jahr 2008 also einfach unterstreichen. Das ist ja Jahr, in dem die politische Führung der Republika Srpska mit einem Plan der unabhängigen Republika Srpska also in die Öffentlichkeit kommt. Man förderte eine Politik, und das kam ja seitens der Sozialdemokraten aus der Republika Srpska, man hatte eine Politik gefördert mit dem Ziel zu zeigen, dass Bosnien und Herzegowina kein funktionsfähiger Staat ist. In dem Moment, in dem das belegt und bestätigt worden sollte, da bekommt man die Argumentation für die Unabhängigkeit der Republika Srpska. Was wollen wir und was können wir machen in einem Staat, der nicht funktioniert? Was bleibt uns als Alternative? Aber dafür gleichzeitig hat man alle Mittel dazu benutzt, um Staat von Bosnien und Herzegowina einfach zu blockieren, zu zeigen, dass gar nichts funktioniert und dass Bosnien und Herzegowina kein funktionsfähiger Staat ist. Und dann nur noch an dieser Stelle muss ich ja dann noch diese dritte Komponente, und über die hat ja auch Frau Kalik gesprochen, das ist das Bemühen von den offiziellen sogenannten kroatischen Politik in Bosnien und Herzegowina, mit der man einfach eine dritte Entität, also gründen sollte, so dass man diese ethnonationale Teilung des Landes, die man nicht so richtig durchgeführt hat während des Kriegs und mit der Abschließung von Dayton-Abkommen, dass man das also jetzt in den Nachkriegszeiten zu Ende bringt. Und dafür existiert eine gute Partnerschaft zwischen HDZ Bosnien und Herzegowinas und SNSD, also geführt mit Milorad Dodik. Und da muss ich an dieser Stelle nur einfach klarstellen, mit Dayton-Abkommen hat Republika Srpska keinen Status des Staates bekommen. Und das ist gefährlich, wenn man damit manipuliert und wenn man das versucht auszunutzen zu den strategischen, aber gleichzeitig tagespolitischen Zielen. Republika Srpska ist eine Entität.
ein Teil von Bosnien und Herzegowina. Aber es ist man so weit gegangen mit der aktuellen serbischen Politik in Bosnien und Herzegowina, dass man sich als ein Staat verhält. Man hat Bosnien und Herzegowina als eigenen Staat nicht akzeptiert. Es fehlt an der Identifizierung mit Bosnien und Herzegowina, aber gleichzeitig ist der gesamte Raum von Bosnien und Herzegowina von der Korruption, Klientelismus und Nepotismus der ethnonationalistischen sogenannten quasi Eliten. Ja, vielen Dank. Vielleicht mal zwei, drei Sachen, um einige Sachen mal einzuordnen, weil ich nicht weiß, ob alle diese Begrifflichkeiten auch kennen. Das Dayton-Abkommen sagt, Bosnien und Herzegowina bleibt als ein Staat bestehen. Es ist ein Staat in den international anerkannten Grenzen. Da fiel eben das Wort Entitäten. Das Dayton-Abkommen bestimmt nämlich auch, Bosnien und Herzegowina soll sich zusammensetzen, grob gesprochen aus zwei Entitäten, ungefähr jeweils auf der Hälfte des Territoriums. Das ist einerseits die Föderation von Bosnien und Herzegowina, dort dominiert von bosniakischen und kroatischen Kräften. Und auf der anderen Seite die angesprochene Republika Srpska, der Name schon sagt, dort eben serbisch dominiert. Das ist das eine, was Dayton festgelegt hat als Kompromiss. Es gibt keine Aufteilung des Staates. Aber die andere Seite war, diese Entitäten haben sehr weitgehende Befugnisse. Die sind nahe dran an sehr mächtigen Staaten, also weit mehr Befugnisse, als wir aus unseren Bundesländern kennen. Ja, das ist so der Hintergrund. Und dann hat eben auch dieser Prozess stattgefunden im Laufe der Zeit über den hohen Repräsentanten etwa, auch über andere Dynamiken, den Gesamtstaat zu stärken. Und vielleicht nochmal, es fielen eben zwei Abkürzungen, die HDZ, das ist die Kroatische Demokratische Gemeinschaft, das ist die absolut dominierende Partei unter den Kroaten in Bosnien-Herzegowina, jedenfalls bei den Kroaten, die sich selber ethnisch einsortieren wollen. Und die andere Partei, die Allianz der unabhängigen Sozialdemokraten in der Republika Srpska, jetzt seit einigen Jahren die deutlich stärkste serbische Kraft dort. Aber darauf werden wir noch einkommen, darüber werden wir noch eingehen, das zu vertiefen. Es wurde eben auch schon angesprochen, Srebrenica, Völkermord, Aufarbeitung der Vergangenheit, warum ist das wichtig, was ist da zu tun? Sie alle kennen das Internationale Kriegsverbrechertribunal. Und die Idee bei der Aufarbeitung von Kriegsvergangenheit ist ja immer dieser Gedanke, nie wieder. Man muss die Vergangenheit aufarbeiten, damit sich die Kriegsgeschichte eben nicht wiederholt. Deswegen jetzt mal die nächste Frage an Samir Beharic. Was ist denn international und national geschehen, um die Kriegsvergangenheit in Bosnien-Herzegowina aufzuarbeiten? Ja, genau. Vielen Dank erstmals für die Einladung. In Bosnien-Herzegowina ist es ziemlich leicht, Dinge zu blockieren politisch. Wenn man ein Politiker ist, dass man irgendwas blockieren gerne will, das kann man sehr leicht im Parlament zu machen. Und das macht Herr Dodik und das machen die serbische Nationalisten gerade heute. Und das hat vor allem letztes Jahr die neue Welle von Blockierungen kam letztes Jahr. Die Frau Topic hat das Jahr 2008 erwähnt als ein Krisenjahr. 2021 ist noch ein Jahr von neuen Krisen, weil... Darauf kommen wir gleich noch. Ich wollte nur das ein bisschen ergänzen, weil um zu sagen, wenn es zum Kriegsverbrechen kommt, da hatten wir 700 Jahre die ICTY, die Tribunal in The Hague. Das sind die Jahre, die serbische Kriegsverbrecher bekommen haben, nur für den Genozid, für Völkermord in Srebrenica bekommen. Und heute haben wir einen systematischen Genozidleugnung, Kriegsverbrechenleugnung in Bosnien-Herzegowina. Und deswegen ist es ziemlich schwer zu sagen, was hat man mit diesem Kriegsverbrechenabkommen gemacht heute in Bosnien-Herzegowina. Da hatten wir diese Prozesse in Haag, da hatten wir Prozesse in Sarajevo vor dem Gericht in Belgrad auch. Aber da müssen wir sagen, auf der Ebene von ordentlichen Leuten, die in Bosnien-Herzegowina leben, da kann man heutzutage nicht so viel spüren von diesen von was die ICTY schon gemacht hat, weil wir müssen hier klar sein: kein internationales Gericht, kein bosnisches oder serbisches Gericht kann dealing with the past so näher an die Leute bringen.
Das machen die Politiker, das machen die Medien, das macht Schulungssystem, der komplett in Eimer ist heutzutage. Und deswegen müssen wir da sagen, müssen wir klar sein, dass ICTY und solche Gerichte haben eine sozusagen eine limitierende Rolle, das Rest ist auf uns, das Rest ist auf den Leuten und ich bin froh, dass wir auch diese Themen in den nächsten Minuten zusätzlich besprechen werden. Aber jetzt hier wollte ich gerne eine Pause machen und dann... Ja, vielen Dank. Also es war jetzt schon eine wunderbare Einordnung, dass Vergangenheitsbewältigung, Kriegsaufarbeitung auf verschiedensten Ebenen stattfinden muss, um erfolgreich zu sein. Wobei natürlich auch da die Kontroversen sind, ist das überhaupt gut? Soll man an der Vergangenheit rühren oder soll man nicht? Da werden Sie viel Literatur zu finden. Auch bei Frau Kalik übrigens wird das immer wieder diskutiert, auch im Vorgang zum Krieg selbst. Jetzt haben wir anfangs auch das Wort Brüssel schon betont, ja, zwischen Dayton und Brüssel. Das Ziel ist ja, das erklärte Ziel der Europäischen Union, es soll die Beitrittsperspektive für Bosnien-Herzegowina geben. Und es gibt auch ein ähnliches Ziel mit Blick auf die NATO. Vedran Djic, wie nah ist denn jetzt Bosnien-Herzegowina an Brüssel herangerobbt? Wie weit ist das noch weg, das Ziel? Ja, das ist ja eine ganz wichtige und zentrale Frage. Also ich glaube, jede Gesellschaft braucht eine Vision. Und wir haben ab 95 zwar ein Verwalten des Postkriegszustands gehabt, haben aber keine klare Vision für die bosnische Gesellschaft im Angebot. Und da hat sich dann die Europäische Union 1999, 2000 entschieden, nicht nur Bosnien-Herzegowina, sondern auch den anderen sogenannten Westbalkanstaaten, inklusive Kroatien zu diesem Zeitpunkt, die Perspektive der europäischen Integration anzubieten. Was hieß diese? Diese hieß Demokratisierung der Gesellschaft, die hieß Frieden und die hieß auch und brachte mit sich die Vorstellung, die Vision einer Wohlstandsgesellschaft, einer Gesellschaft, wo es den Menschen, die wirklich sehr viel gelitten haben in den 90er Jahren, auch besser geht. Die Vision hat am Beginn auch gegriffen. Es gab tatsächlich auch Reformen. Es gab auch Versuche, sehr motivierte Versuche, zu Beginn der 2000er Jahre die Verfassung zu verändern, einige Kompetenzen von den Entitäten, die dort nicht ganz funktional ausgeübt wurden, an den Zentralstaat abzugeben und eigentlich eine relativ gute proeuropäische Dynamik. Die ist aber dann spätestens mit der Weltwirtschaftskrise und vielleicht auch etwas zuvor etwas gebremst worden. Es gab auch in den europäischen Städten eine zunehmende Erweiterungsmüdigkeit nach der großen Erweiterungswelle 2004. Und diese Erweiterungsmüdigkeit hat sich dann eigentlich doch negativ ausgewirkt, auch auf die Staaten der Region und auch auf Bosnien-Herzegowina. Und zwar vor einem einfachen Hintergrund. Die europäische Integration funktioniert dann am besten, wenn die Staaten und die Politiker das wollen und wenn die EU in der Lage ist, etwas Greifbares anzubieten. Die Gleichung hat bis 2005, 2006, 2007 gut funktioniert. Ab der Weltwirtschaftskrise hat sie eigentlich in Bosnien-Herzegowina nicht mehr funktioniert. Die EU konnte nicht die Reformdynamik fördern, also die Incentives, wie man so sagt, oder die Karotten aus dem Amerikanischen, die Carrots and Sticks, also die Karotten waren nicht so schmackhaft. Und die ethnonationalen politischen Eliten haben dann für sich das alte Handwerk wiederentdeckt, das sie in den 90er Jahren so perfekt beherrscht haben. Das heißt, sie wollten die Wahlen gewinnen und sie haben dann versucht, auch die Wahlen tatsächlich mit Ethnonationalismus, mit Korruption, mit Verteilung der staatlichen Gelder zu gewinnen und nicht mehr mit der Europäischen Union. Und da ist eigentlich eine ziemlich tiefe Krise entstanden. Also während wir bei allen möglichen Diskussionen immer wieder davon gesprochen haben, dass sich Bosnien von Dayton verabschieden muss und Richtung Brüssel sich bewegen muss, hat sich dann im Land selbst nicht sehr viel getan. Die Reformdynamik war zu langsam. Die EU war eigentlich in dieser Erweiterungsmüdigkeit gefangen. Und das Ganze hat dann gegipfelt oder einen Gipfelpunkt eigentlich gefunden in den späten 2010er Jahren, als die gesamte Erweiterung auf einmal unter einem großen Fragezeichen stand. Und zwar hat Frankreich zunächst einmal
den Verhandlungsprozess oder den Beginn der Verhandlungen mit der EU, mit Nordmazedonien blockiert. Das macht ab diesem Zeitpunkt also nicht mehr Frankreich, sondern Bulgarien, das später diese Blockadepolitik weitergeführt hat. Und in diesem Kontext konnte man oder haben sehr viele dann auch die These von Dead Man Walking geprägt. Das heißt Erweiterungspolitik als ein toter Mann, der sich langsam bewegt und am besten vielleicht mit dem Spruch beschrieben werden kann, in den letzten Jahren tut die EU so, als ob sie Bosnien-Herzegowina und die Westbalkanstaaten tatsächlich in die EU integrieren möchte und die Balkanpolitiker tun so, als ob sie tatsächlich der Europäischen Union beitreten wollen. Dabei ist es aber so, dass weder die Balkanpolitiker das tatsächlich wollen, also das kaufe ich einem Čović, einem Dodik, auch einem Bakir Izetbegović oder auch einem Aleksandar Vučić nicht ab. Die wollen nicht in die EU, weil die EU bedeutet Demokratie, Transparenz und das wollen sie nicht. Sie fischen im dunklen und trüben Gewässern und die EU hat eigentlich diesen internen Vergewisserungsprozess nicht abgeschlossen, trotz der Tatsache, dass zwar jetzt die Ukraine und Moldawien den Kandidatenstatus bekommen haben. Aber ich glaube, wir stecken tief in einer Krise der Erweiterungspolitik. Und das ist natürlich auch dann, um zum Beginn zu kommen, um damit auch abzuschließen, das ist dann auch wirklich eine schwierige Situation, weil die Vision für die bosnische Gesellschaft damit nicht mehr vorhanden ist. Frau Topic, Sie haben eben schon angesprochen, dass die Institution des Gesamtstaates an Macht zugewonnen haben, etwa besonders sichtbar in der Verteidigungspolitik etwa. Und es war ja einerseits Reaktion auf die oft mangelnde Kooperation mit dem Kriegsverbrechertribunal, die es angefeuert hat, diese Stärkung von Sarajevo, wenn man es plastisch formuliert, aber eben auch einige Reformbemühungen, die verlangt wurden im Zuge der euroatlantischen Integration. Aber ist das nicht denn auch eine Erklärung dafür, dass der Prozess auch blockiert ist, dass gewisse Kräfte eben diese Stärkung des Gesamtstaates nicht wollen? Ja, das sind ja viele Kräfte innerhalb von Bosnien und Herzegowina, die einfach versuchen zu vermeiden, dass die staatlichen Institutionen stärker werden. Und die Krise, von der wir alle irgendwie gesprochen haben, also 2021, bedeutete eigentlich dann auch eine Blockade von staatlichen Institutionen. Aber gleichzeitig gab es die Initiative über Rückkehr von 140 Zuständigkeiten, die in diesen Reformprozessen von den Entitäten auf den Staat übertragen worden sind. Das war ein Plan von vor allem Milorad Dodik, das ist ja der serbische Mitglied im Präsidium von Bosnien und Herzegowina, ansonsten ein sehr autoritärer Leader, der alle Funktionen in seiner eigenen Hand hat. So macht er auch die Funktion des Parlamentsvorsitzenden der Entität, Regierungschef der Entität, dann ist er Hauptepidemiologe, dann ist er dann auch jemand, der über Leben und Tod, also in der Entität, aber versucht ja dann auch auf Ebene von Bosnien und Herzegowina einfach entscheiden möchte. Er ist nicht der Einzige. Wir haben ja dann auch eine, würde ich sagen, das sind die Erpressungspolitiken, die seitens der ethnonationalen, drei ethnonationalen Blocks geführt werden. Und wir hatten ja eine Erpressung hinsichtlich auch der Reform des Wahlgesetzes. Und diese Reform des Wahlgesetzes ist auch etwas, was auf Staatsebene also durchgeführt werden sollte, aber wurde eben blockiert durch kroatische demokratische Gemeinschaft, HDZ, HDZ, Bosnien und Herzegowina. Also es sind ja mehrere Kräfte innerhalb von Bosnien und Herzegowina. Und dazu muss ich ja sagen, dass sie sehr starke Unterstützung von den Nachbarstaaten haben. Eben,
eine sezessionistische Politik von Essen, von Republika Srpska, wird auf eine manipulative Art und Weise seitens der serbischen politischen Führung aus Serbien unterstützt. Und für die HDZ-Politik aus Bosnien und Herzegowina, da hat man einen starken Wind und eine starke Unterstützung von der offiziellen Politik aus Kroatien. Jetzt haben Sie schon die aktuelle Krise angesprochen, die kam auch eben schon zur Sprache. Wir haben jetzt eine Zuspitzung seit Sommer letzten Jahres, wobei man da sagen muss, das ist als solches erstmal nichts Neues. Sarkastisch formuliert. Also Sie werden in der Literatur oft finden, das ist jetzt die schlimmste Krise in Bosnien-Herzegowina seit Dayton. Das finden Sie über viele Jahre verteilt. Man liest das jetzt auch immer wieder. Ja, das ist jetzt die schlimmste Krise seit Dayton. Herr Djic, was macht denn diese aktuelle Krise jetzt aus? So in ein paar groben Strichen gezeichnet, was macht diese Krise aus? Über das hinaus, was wir schon gehört haben. Und was ist denn anders als bei den anderen in der Vergangenheit beschworenen Krisen? Was macht sie vielleicht gefährlicher oder auch nicht? Ja, zunächst mal zur Krise an sich. Was wir seit Dayton gesehen haben und immer wieder beobachtet haben, ist eine Inflation von Krisen. So dass man auch eigentlich festhalten muss, dass was jetzt seit Sommer 2021 stattfindet und stattgefunden hat, hat es in unterschiedlichen Variationen auch zuvor gegeben. Und das Schlimme daran ist eigentlich, dass die ethnonationalen Politiker eigentlich die Krise als politisches, nicht nur Kommunikation, sondern auch politisches Mittel schlechthin für sich nicht nur entdeckt haben, sondern kultiviert haben. Immer wenn sie keine Antworten haben auf die jetzt konkret auf die Pandemie, auf die vielen Skandale, die sie verursachen, auf die schwierige sozioökonomische Lage der Bevölkerung. Wenn sie keine Antworten haben auf die Fragen der kritischen Journalisten, also wo die Gelder verschwunden sind, also wie sie sich bereichert haben, dann kommen sie mit einer neuen Krise. Das ist nicht nur Milorad Dodik, das ist nicht nur Dragan Čović, das ist auch Aleksandar Vučić und viele andere. Also das ist eigentlich ein sehr problematisches Muster. Und diese Krise jetzt konkret seit Sommer 2021 wurde ausgelöst durch ein Dekret vom damaligen Hohen Repräsentanten Valentin Inzko, der etwas Selbstverständliches und Normales getan hat. Der hat ganz einfach festgehalten, dass die Genozidleugnung in Bosnien-Herzegowina als ein strafrechtlicher Bestand eingeführt werden soll. Und zwar hat er sich natürlich auch bezogen auf den Genozid und den Völkermord in Srebrenica, aber auch all die anderen Genozidleugnungen, die es in diesem Land gab. Und das hat Milorad Dodik als einen willkommenen Anlass gesehen, um tatsächlich eine neue Krise vom Zaun zu brechen. Und diesmal wirklich explizit deswegen, weil er während der Covid-Krise auf allen Fronten als funktionaler Politiker und Leader versagt hat. Also da gab es eine ganze Reihe von Skandalen und eigentlich kam dann das Gesetz von Inzko und dieser Erlass, wie man so schön sagt oder unschön sagt, wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge, der Menschen in Bosnien-Herzegowina in dem Fall. Und die Krise hat sich dann hochgeschaukelt, also Milorad Dodik hat zum alten Mittel gegriffen, also er zieht sich dann demonstrativ aus den staatlichen Institutionen zurück, er droht mit Sezession, hat dieses Mal, das hat Tanja Topic erwähnt, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, hat diesmal und immer wieder auch implizit und manchmal auch explizit Unterstützung aus Serbien gehabt. Auf der anderen Seite haben auch, und das macht auch diese Krise etwas schwieriger, haben auch die bosnischen Kroaten, und zwar die HDZ, um hier also auch nicht den Fehler zu machen, alle Kroaten mit der HDZ gleichzusetzen. Also es gibt auch andere Kroaten und Kroatinnen im Land. Aber auch hier hat die HDZ aus Zagreb die Unterstützung bekommen. Und in dieser Zangenbewegung hat man dann wirklich eine der größten Krisen im Land seit dem Dayton-Abkommen produziert. Dazu kam der Krieg in der Ukraine, die prorussischen Einstellungen in der Republika Srpska und durchaus auch Aktivitäten von der russischen Seite in der gesamten Region, aber auch in Bosnien-Herzegowina, wo man bewusst zündelt und dann alles daran setzt, dass man eigentlich die EU und den Westen im Geschäft eigentlich stört.
Und jetzt stehen wir da, die Wahlen stehen an, aber dazu werden wir noch etwas sagen können. Aber nochmal unterstrichen, diese Krisenerzeugung ist wirklich ein politisches Mittel und als solches soll es auch betrachtet und analysiert werden. Also wir haben multiple Krisen, Krisen, die sich miteinander verflechten, dann auch verstärken. Die Krise jetzt nach dem Gesetz oder der Verfügung von INSCO, der Genozidleugnung. Wir haben die Auseinandersetzung ums Wahlgesetz, die Frau Topic schon angesprochen hat. Wir haben die Verschärfung nochmal durch die Ukraine und die Symptome, Boykott der Institutionen. Übrigens auch ein Boykott, ein Zurückweisen der Kooperation mit dem Hohen Repräsentanten, was auch eine neue Qualität hat. Und vielleicht auch noch zu ergänzen, vielleicht konkretere Schritte Richtung Sezession, die es in dieser Form vorher noch nicht gab. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, nämlich zu sagen, wir holen uns jetzt gegen den Willen der anderen einseitig Kompetenzen auch zurück, die jetzt an die Zentrale in Sarajevo gegangen sind. Das macht diese Krise aus. So, jetzt während der Krise, selbst hier wir hier in Deutschland, haben dann lesen können, ja, da ist jetzt auch wieder das Wort Krieg, was da hin und wieder fällt. Das Wort Krieg fällt auch hier wieder. Es wird berichtet, dass in Bosnien-Herzegowina auch wieder über Krieg geredet wird, über die Gefahr von politischer Gewalt. Deswegen würde ich jetzt gerne mit Ihnen dieses Thema kurz ansprechen, so kurz es geht, nämlich die Eskalationsgefahr, wie Sie die einschätzen. Und es ist natürlich eine furchtbar komplexe Frage, wie kommt es zu Kriegen, wie kommt es zu Eskalationen? Also die Forschung diskutiert da über 200 Faktoren, wie es zu innerstaatlichen Kriegen kommt. Und es gibt aber eine berühmte Forscherin, eine Kollegin, Barbara Walter, die hat Anfang des Jahres ein sehr beachtetes Buch geschrieben, wo sie die Kriegsgefahr in den Vereinigten Staaten thematisiert, die dann auch versucht, so 3-4 Faktoren herauszuheben. Ist natürlich eine Vereinfachung, aber die helfen uns eben jetzt hier auch, das sehr plastisch zu diskutieren, wie das jetzt in Bosnien-Herzegowina aussieht. Und dann möchte ich den ersten Faktor gerne einführen und dann Ihre Einschätzung dazu hören, wer das vorliegt oder nicht. Und der erste, wie Sie sagten, der wichtigste Faktor ist eine sogenannte Anokratie. Anokratie, das meint eine Mischform von Demokratie und Autokratie. Und man stellt fest, dass in Anokratie die Gefahr von innerstaatlichen Krieg besonders ausgeprägt ist. Also im Durchschnitt 3-mal so stark ist wie dann in oder 3-mal so häufig ist wie in Demokratien. Und Anokratien, die zeichnen sich dadurch aus, dass es nicht die, wie Sie so wollen, Friedhofsruhe gibt durch Repression wie in Autokratien, dass aber auch noch nicht diese Friedensleistungen zur Verfügung stehen, die Demokratien bereitstellen, etwa durch gewaltlosen Konfliktaustrag. So, jetzt die Frage an Samir Beharic. Was können wir denn feststellen in Bosnien-Herzegowina? Was liegt denn so an Elementen von Demokratie vor? Ich würde sagen, wenn wir über die Krise sprechen, immer wieder, wenn ich mit meiner Mutter spreche, also sie ist am besten Vox Populi für mich. Also sie hat durch den Krieg gelebt. Ich wurde in 1991 geboren. Und immer wieder, wenn sie mich fragt, also sie fragt mich jetzt, okay, Samir, du sprichst und du schreibst und werden wir einen neuen Krieg in Bosnien haben? Sie ist eine Diabetikerin, sie hat einen hohen Blutdruck. Und immer wieder sage ich ihr, nee Mama, so beruhig dich, wir werden gar keinen Krieg haben. Aber dann sagt sie mir etwas, das ich gar nicht kontern kann. Und das ist, sie sagt mir, Samir, mein Sohn, diese rote Fahnen, the red flags, die wir heute sehen, die habe ich in 1990 und 1991 auch gesehen. Und heutzutage sind die noch schlimmer und noch deutlicher, weil damals niemand hatte irgendeinen Genozid geleugnet. Heute haben wir diese Leute, die das machen. Und so ein Argument, so eine Experience kann ich gar nicht kontern. Und deswegen sage ich ja, also es ist nicht nur also diesen Absence von Democracy, das haben wir seit 20 Jahren oder 25 Jahren. Aber ich würde sagen, das hat sich in den letzten Jahren so stark verschärft wie ein Slicing von Pie. Also wir haben gar nicht mehr irgendwas zu slicen. Und deswegen die Leute jetzt sich wirklich vor den Krieg fürchten und deswegen viele von denen sagen gar nicht, also das will ich noch nicht hier, also ich will meine Kinder gar nicht hier erziehen und deswegen gehe ich weg und deswegen viele von denen gehen weg jetzt heute in der Friedenszeit. Gehen wir mal einige Elemente, die jeder kennt, der Demokratie durch. Freie, faire Wahlen, Rechtsstaatlichkeit, Freiheiten für die Individuen und für Organisationen. Wie sehr liegt das vor? Also, wenn es zu Wahlen kommt, da müssen wir klar sein. Wenn man ein Jude ist oder ein Roma in Bosnien-Herzegowina, dann... Das machen wir später noch bei der Wahl.
Also die Leute fühlen gar nicht, dass ihr Willen durch die Wahlen repräsentiert ist. Und deswegen viele von denen, ungefähr 50% der Leute, 94% der Leute gar nicht wählen, weil die glauben an den Prozess nicht und die glauben gar nicht, dass der Prozess von Wahlen transparent ist. Und deswegen sagen die, okay, ich würde gar nicht dahin gehen. Die wählen, sind in großen Prozentteil die Leute, die einen Job bekommen haben durch die Parteien. Und deswegen müssen sie irgendwas zurückgeben. Und die Parteien, das System kontrolliert das sehr stark. Man muss den Wahlblatt fotografieren, berichten. In Serbien ist es noch schlimmer als in Bosnien. Und deswegen viele Leute glauben den Wahlprozess gar nicht. Ich würde sagen, das ist ein bisschen problematisch. Wir sollten uns stärker dafür beteiligen, vor allem die Leute hier in Diaspora, in Deutschland, in Österreich, in Ausland, weil wir haben ungefähr ein bisschen mehr als 1 Million Leute, die im Ausland leben, die wählen könnten. Bis heutigen Zeitpunkt, vor 2 Tagen habe ich den Bericht gelesen, nur 55.000 Leute haben sich registriert, um aus Ausland zu wählen. Und deswegen würde ich sagen, das ist auch teilweise ein Problem, aber auch ein Teil der fehlenden Demokratie. Also wir haben Wahlen, aber mit Einschränkungen. Und Frau Topic, wir hatten eben darüber gesprochen, Sie selbst haben ja auch an eigenem Leib erleben müssen, wie auch Defizite der Demokratie Sie selber betroffen haben letztes Jahr durch die herrschende Partei in der Republika Srpska. Vielleicht schildern Sie das kurz bitte, wenn Sie mögen. Und dann, wo erleben Sie auch jetzt klare Einschränkungen der Demokratie in Bosnien-Herzegowina? Wo erleben Sie in dem Sinne Züge der Autokratie oder Anokratie? Zuerst werde ich kurz also diesen Fall, den Sie erwähnt haben, einfach schildern. Das war nicht der Angriff der politischen Partei, sondern das war ein Angriff von Milorad Dodik. Und das ging ja auf mich persönlich. Das Problem war, dass er behauptet hat durch ein Statement bei der Nachrichtenagentur, dass ich ja eine Spionin bin und dass ich ja für Bundesnachrichtendienst arbeite und dafür hat er Beweise und er kann das belegen. Weiter ist er dann so weit gegangen, dass er meinen Einsatz und Arbeit für eine deutsche Organisation in Kontext des Zweiten Weltkriegs also gestellt hat, verbunden damit, was die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs in seiner Gegend gemacht haben. Und ich als eine Kollaborationistin und jemand, der mit der Deutschen zusammenarbeitet, der soll dafür bestraft werden. Und man weiß es, wie seine Landsleute mit Kollaborationisten während des Zweiten Weltkriegs umgegangen sind. Natürlich kamen dazu auch misogyne also Kommentare, auch auf meine Familie und auch auf mich persönlich. Ich bin ja eben eine Frau, die nicht dem traditionellen serbischen und orthodoxen Vorbild entspricht. Ich bin ja keine Mutter, habe keine Kinder und deswegen also alles, was ich mache und arbeite, ist eben nicht wertvoll. Ich muss ja dabei sagen, dass seine Anschuldigung eigentlich in sich eine Straftat hat. Und das bedeutet, nach dem Strafgesetz der Republika Srpska müsste ich für diese Straftat, das bedeutet, eine Spionin zu sein, einfach im Gefängnis sein. Das sind ja also vorgeschriebene 15 Jahre. Jetzt weg von diesem konkreten Fall. Also man hat ja in der Republika Srpska sehr systematisch vorgegangen, vor allem mit der Einschränkung auf die Presse- und Medienfreiheit. Seit 2008 gibt es eine Teilung auf unsere und ihre Medien.
Unsere Medien sind Medien, die proserbisch also denken, sind national bewusst, und die anderen, also die ihren Medien, sind die Medien und, mit dem Redaktionssitz in Sarajevo. 2008 wurde zuerst einigen Medien aus, mit dem Redaktionssitz in Sarajevo, aber die Redaktionen in Banja Luka haben verboten, bei der Pressekonferenzen in Präsidentenpalast reinzukommen. Es wurde denen entzogen auch Zugang an die Informationen. Schriftlich wurden in öffentliche Institutionen verpflichtet, einfach keine Informationen an diese Medien zu geben. Die Teilung und Funktionieren von öffentlich-rechtlichem System ist in Bosnien und Herzegowina auch sehr kompliziert. Also es gibt ja drei, und einer von denen ist Radio TV Republika Srpska. Dazu dient eigentlich die proserbische nationale Politik zu legitimieren, und die Medien, die einfach das so machen und die offizielle Politik unterstützen, die haben es ja gut. Jahrelang waren auch die Nachrichten aus Sarajevo beim öffentlich-rechtlichen Sender in der Republika Srpska als die Nachrichten aus der Welt eingeordnet. Später ging es weiter, so dass man alle Leute, Freidenkende, die gab es sehr wenig in Banja Luka, also 5 Leute. Dann hat man einfach schwarze Listen erstellt und diese Leute auch als Feinde der Gesellschaft und auch als ausländische Söldner bezeichnet. So ging man auch mit der NGO, Nichtregierungsorganisationen und Vertreter der Zivilgesellschaft, die eigentlich aus den internationalen Quellen finanziert worden sind. Sie wurden alle anschuldigt, als wären sie Feinde, mit dem Ziel, Republika Srpska zu vernichten. Und dafür haben sie das Geld aus dem Ausland bekommen. Vielleicht, und damit werde ich abschließen, um einfach kurz zusammenzufassen, es wurde einfach eine Gleichstellung zwischen Milorad Dodik als damals Präsidenten der Republika Srpska, nun auch jetzt Mitglied des Präsidiums von Bosnien und Herzegowina, und Institutionen gesetzt. Jede Kritik, die an ihn gerichtet worden ist, das wurde gleichgesetzt mit dem Republika Srpska. Das wurde dann auch interpretiert, dass man damit einfach Republika Srpska auflösen möchte, dann auch die Institutionen. Und so hat man einfach alle Entscheidungen in eine Hand für sich genommen. Ja, vielen Dank für diese plastischen Schilderungen. Also eine extreme Personalisierung, die wir auch anderswo sehen könnten, nicht nur jetzt dort in Bosnien-Herzegowina, was man auch als Zeichen mangelnder Demokratie wahrnehmen könnte. Innerparteiliche Demokratie ist ja ohnehin nicht so eine Stärke vieler Parteien dort. Die Gleichsetzung einer Kritik an einer Person auch als Zurückweisen des gesamten politischen Gebildes, ein typisches Merkmal, Einschüchterungsversuche, Drohungen, abweichende Meinung als Verrat zu stempeln, das sehen wir hier sehr plastisch, was das bedeuten kann. Und Sie haben jetzt auch schon alle dann so andere Kriterien angesprochen, die dann auch als Eskalationstreiber diskutiert werden. Also mehrfach haben Sie jetzt schon Namen genannt von Leuten, die gezielt Krisen anfachen, die Menschen gegeneinander bringen würden. Das ist auch ein Kriterium oder ein typischer Eskalationstreiber. Auch mit dem Ansinnen, vorhandene Spaltungen zu verstärken. Und es wird diskutiert, etwa dass gerade Spaltungen entlang vermeintlich gefestigter Identitäten wie Ethnie, Religion, dass sie sich besonders leicht dann mobilisieren lassen für die Eskalation. Das heißt, auch das haben Sie jetzt schon wunderbar beschrieben, dass das hier vorliegt. Und die amerikanische Kollegin Frau Walter würde jetzt sagen, oh, Sorgenfalten gehören auf die Stirn. Aber Entschuldigung, aber das sind doch alles nur Symptome. Genau. Das sind doch nicht, also...
Nochmal das Mikro bitte. Ja, ich versuche es. Ich wollte nur sagen, das ist alles schön und gut, aber das sind ja Symptome, das sind ja nicht Ursachen. Und also ich glaube, wir müssen ein bisschen tiefer dann graben. Und meine Erklärung, habe ich versucht zu erklären, ist das zugrunde liegende Problem, also auch die nationale Frage nicht gelöst ist. Und wir glauben, dass wir mit demokratischen Wahlen und mit Vergangenheitsbewältigung und so weiter das aufheben können. Der Zusammenhang ist aber meines Erachtens umgekehrt. Solange diese grundsätzlichen Fragen von Identität, Staatlichkeit, Legitimität nicht geklärt sind und um die gerungen wird, und das ist ja, was in Dayton der Fall ist, es wird immer noch gerungen um die staatliche Ordnung, um die Frage, wer sind wir, wo wollen wir hin und so, kann man diese anderen Fragen nicht wirklich lösen. Auch die Frage der Vergangenheitsbewältigung. Warum ist es so schwierig, Genozid zuzugeben oder so zu bezeichnen? Weil die Serben eine Frage der Identität draus machen. Nicht nur in Bosnien, auch in Serbien. Die wollen kein Volk sein, das nur ein Tätervolk ist. Und die finden es ungerecht. Und deswegen wird es geleugnet. Und das muss man auch verstehen, auch weil diese Frage politisiert ist und für alle möglichen Fragen instrumentalisiert wird. Ja, mit dieser Vergangenheit kann man jede politische Forderung scheinbar legitimieren. Und solange das so ist, ja, ist es naiv zu glauben, dass wir jetzt eine deutsch-französische Historikerkommission oder irgendwie sowas machen und, oder Wahlen und so und dann kommen die Serben schon wieder zur Vernunft. Ich glaube, das ist naiv. Und bei der Kriegsfrage muss ich auch sagen, sozusagen, wer das große Umfeld nicht betrachtet, wird es auch nicht verstehen. Es gibt ja einen wichtigen Unterschied zur Situation 91 und zu der heutigen, ist, dass die Nachbarrepubliken Kroatien und Serbien keinerlei Interesse an einem Krieg haben. Und der Krieg in Bosnien wäre ja nie so geführt, wenn er überhaupt geführt worden wäre, wenn nicht die kroatische Regierung und die kroatische Armee die kroatischen Serben und wenn nicht die Volksarmee und Serbien die bosnischen Serben unterstützt hätte und wenn nicht dritte Parteien, die Amerikaner und islamischen Staaten heimlich die Bosniaken bewaffnet hätten. Und das Umfeld ist ein ganz anderes. Die Nachbarn behaupten, ich wollen diesen Krieg nicht. Kroatien ist in der EU, Serbien verhandelt über den Beitritt. Das ist eine ganz andere Großkonstellation und bestimmte Fragen, über die gekämpft wurde, 91, 92, sind entschieden. Also die Frage der Grenzen, die Staaten haben sich wechselseitig anerkannt, fast alle. Ja, ist eine andere Großkonstellation und deswegen glaube ich, auch wenn die Demokratie so defizitär ist, wie sie jetzt hier beschrieben wurde, müssen wir nicht ganz so pessimistisch sein, was die Kriegsgefahr angeht. Ja, aber Frau Wolter sagt zum Beispiel auch, als vergleichende Bürgerkriegsforscherin, es ist absolut typisch in Staaten, dass die Menschen vor Ort es selber unterschätzen, was passieren kann. Trotzdem teile ich Ihre Meinung und ich finde auch gut, dass Sie sagen, die Instrumente, die international eingesetzt wurden, die versuchen eigentlich, diesen Grundkonflikt zu überwinden, aber scheitern nachher immer selber dran. Und wie Sie sagen, das ist ja auch sehr weit verbreitet jetzt, dass diese Hoffnung, die es einst gab, etwa mit Demokratie das aufzulösen, dass sich das als Illusion erwiesen hat. Oder vielleicht aber der europäischen Integrationsperspektive. Man hat geglaubt, man würde diesen Grundkonflikt überwinden. Was ist passiert? Eher ist die Frage der Europäischen Union selber Teil des Konfliktes geworden in Bosnien-Herzegowina. Aber ich finde auch sehr sympathisch, dass Sie jetzt auch versuchen, uns so aus diesem pessimistischen Loch zu holen und dann auch eher danach zu schauen, was sind denn so diese positiven Faktoren? Und das würde ich jetzt auch gerne nochmal an Vedran Djindjic richten als Frage. Zur Eskalation gehören ja nicht nur jetzt auch äußere Akteure, sondern auch nicht nur auch Motivation innerhalb eines Landes, sondern auch Gelegenheiten in einem Land. Ja, und wie sieht das denn überhaupt jetzt aus? Eben wurde Verteidigungsreform genannt. Gäbe es überhaupt Waffen? Gäbe es Kämpfer in Bosnien-Herzegowina? Und welche Rolle würde denn auch die eben schon angesprochene Friedenstruppe spielen? Ich glaube, das lässt sich recht einfach beantworten. Also es gibt nicht mehr das Potenzial, das wir in den 90er Jahren gehabt haben, also jetzt für einen großflächigen Krieg. Es gibt natürlich immer Waffen, es gibt immer Leute, die bereit sind zu kämpfen, wenn die Lage eskaliert. Das hängt von der Gelegenheit ab. Das haben wir jetzt gemeinsam auch festgehalten. Wichtig ist, glaube ich, schon festzuhalten, also dass die internationale Staatengemeinschaft und auch jetzt angesichts des Ukraine-Krieges
doch entschlossen zu sein scheint, dass man tatsächlich zumindest im Sicherheitsbereich Garantien dafür übernimmt, dass hier nicht ein neuer Konflikt ausbricht, weil dieser wäre wirklich verheerend, nicht nur für das Land, für die ganze Region, sondern auch für Europa. Unmittelbar nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine haben die EUFOR-Truppen, also die Truppen, die militärischen Truppen auch einmal die Mannschaften verstärkt. Wir haben jetzt einmal auch den Beschluss des Bundestages gehabt, wonach auch Deutschland zwar nicht sehr viele, aber doch symbolisch wichtige Truppen nach Bosnien verlegen wird. Ich glaube, wir sprechen ganz einfach in einem jetzt von Bosnien in einem anderen geopolitischen Umfeld, wo es um die Frage geht, also wie der Westen diesen prorussischen Einfluss da irgendwie Einhalt gebieten kann. Und Bosnien ist da wirklich ein zentrales Land. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir keinen großflächigen Konflikt hier erwarten können. Was mir aber dennoch wichtig ist, und ich glaube, jede Diskussion lebt von Widerspruch, und da möchte ich auch zum letzten Punkt von Frau Kalik nur einen für mich zentralen Widerspruch anmelden. Ich glaube, wenn wir ständig diese nationale Frage potenzieren, gehen wir den ethnonationalen Politikern auf den Leim. Also das ist gerade die Musik, die jetzt die Dodiks, die Čović, diese Begović dieser Welt die ganze Zeit singen. Das sind die kommunizierenden Gefäße. Und ich bin der Meinung, dass in Bosnien-Herzegowina heute die soziale Frage, die Frage der sauberen Luft, der Umwelt, einer transparenten Wirtschaft, eines transparenten Regierens um einiges wichtiger sind als die nationale Frage. Die Serben, Serbinnen, Kroaten, Kroatinnen, Bosniaken, Bosniakinnen sind meiner Meinung nach müde von diesem Gerede von der ständigen nationalen Bedrohung. Das wird von den Politikern hochgehalten. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt in Bosnien auch Alternativen. Es gibt nicht nur diese drei Parteien. Es gibt junge Menschen, auch Sami Becheric gehört dazu, die auf die Straßen gehen, die sich in lokalen Projekten einsetzen. Und wir dürfen nicht ständig dieses alte und für mich eigentlich schon abgenutzte schlechte Märchen von einem ethnonationalen Land des Hasses wiederholen. Also ich glaube, die Potenziale sind sehr viel größer als das, was derzeit dargestellt wird. Und wenn wir diese Perspektive einmal ins Auge fassen, dann ist natürlich auch die Konfliktfrage anders zu beantworten. Und ich hoffe sehr, dass wir bei den nächsten Wahlen vielleicht die Möglichkeiten dann auch vorfinden, dass man vielleicht eher Richtung Konsens geht, dass man die Lebensfragen in den Mittelpunkt stellt, dass man nicht mehr die Situation hat, dass hunderttausende Menschen in den ersten paar Monaten des Jahres 2022 in der deutschen Botschaft in Sarajevo den Visa-Antrag gestellt haben, dieses Land zu verlassen. Das ist die eigentliche Tragödie des Landes und das ist eigentlich die traurige Bilanz dieser ständigen Potenzierung der nationalen Frage. Ja, super Überleitung zum nächsten Thema. Ich hoffe, man kann es hören, Applaus. Überleitung nehme ich jetzt, wir gehen jetzt in die Zukunft. Wir schauen es langsam auch nach vorne, nachdem es nicht mehr ganz so pessimistischen Ende bei aller Differenzierung. Wir schauen auch auf die Wahlen. Frau Topic, wie schätzen Sie denn die Erfolgsaussichten von Kräften ein, jetzt im Sinne von Vedran Djedjic sich auch jetzt gegen Polarisierungsbemühungen, gegen diese ständige Mobilisierung des ethnischen Themas stellen. Was können wir da erwarten für den Oktober? Ja, also diese Kräfte gibt es und es tut mir sehr leid eigentlich, dass es bei diesem Reform des Wahlgesetzes einfach dieses Paket über Transparenz und Integrität des Wahlprozesses also eingebracht worden ist, weil da haben ethnonationalen Politiken wirklich eine Kontrolle, eine starke Kontrolle über den Wahlprozess, auch durch die Besetzung von Wahlkommissionen, eigenen Leuten. Da ist ja auch politische Korruption sehr, sehr verbreitet. Ich möchte hoffen, also mit der besseren und fairen Wahlbeteiligung, dass man dann auch diesen Raum, Spielraum, den sie haben für Betrug und Malversationen, also bei der Wahl, dann ausgeglichen werden können. Das Problem ist, dass sich viele Menschen in Bosnien und Herzegowina in eine Lethargie einfach befinden,
Sie sehen keine Perspektive und sie sehen keine Zukunft im Lande. Und da, dafür spricht auch die Zahl der Menschen, die das Land täglich verlassen und Richtung EU sich bewegen. Solange man diese alte ethnonationalistischen Strukturen an der Macht erhalten hat, sehe ich ja keine Perspektive. Und ich möchte nur hoffen, dass es diese progressive Kräfte, jüngere Politiker einfach durchsetzen können. Wie wir jetzt schon sehen, sind wir in Wahlkampagne und gerade diese Themen wie ethnische Spaltung, wie Teilung, wieder Abspaltung der Republika Srpska, Stärkung vom nationalen Bewusstsein, die sind dominant. Trotz der schwierigen sozialen und wirtschaftlichen Lage, in der der durchschnittliche Mensch in Bosnien und Herzegowina lebt, gerade jetzt in dieser Krise. Ja, vielen Dank. Vielleicht eine nur fast ironisch anmutende Anmerkung. Es fiel jetzt mehrfach der Name Milorad Dodik als der, mal plump formuliert, Oberserbe und Obermobilisierer. Man darf nicht vergessen, er war eins der Hoffnungsträger gerade auch für westliche Kräfte als die Reformkraft. Er wurde gesehen als das Gegenbild zu den während des Krieges herrschenden Nationalisten. Und jetzt ist er heute da gelandet, obwohl jetzt falle ich vielleicht wieder zu sehr in den Pessimismus. Samir Beharic, Sie hatten eben mal probiert, so Defizite in dem Wahlgesetz, im Wahlsystem anzusprechen. Da glaube ich, ist jetzt die gute Gelegenheit, das zu wiederholen, ohne vielleicht jetzt in die Details zu gehen, weil die sehr schnell sehr technisch werden. Aber wo sind jetzt ganze Bevölkerungsgruppen vom Wahlgesetz, von der legalen Wahlvorgabe diskriminiert? Das ist eigentlich ziemlich simpel, das zu beschreiben. Zum Beispiel, wenn man in Bosnien-Herzegowina ein Jude oder ein Roma ist, darf man gar nicht sich für die bosnische Präsidium beteiligen auf den Wahlen. Also man kann kein Präsident von Bosnien-Herzegowina sein, wenn man ein Jude oder ein Roma. Oder wenn man ein Bosnien ist, Bosanac, also nicht Bosniak, sondern Bosnia. Oder wenn man nur sagt, ich bin ein Citizen, wie heißt das auf Deutsch? Ich bin ein Bürger, genau. Oder ich bin eine Bürgerin. Zum Beispiel dieser Beispiel von Azra Zornic, die Bosnien-Herzegowina auf Europäischen Gerichtshof in Straßburg geklagt hat. Sie sagt, ich bin keine Bosniakin, keine Serbin, keine Kroatin, ich bin auch keine Bosnierin, ich bin eine Bürgerin. Und ich will eine Präsidentin von Bosnien-Herzegowina zu sein. Laut der Verfassung von Bosnien-Herzegowina, von Dayton, geht nicht. Und der Straßburger Kurt hat gesagt, okay, da mussten wir Reformen sehen in Bosnien-Herzegowina. Nie passiert. Dann, wenn man zum Beispiel ein Serbe, der in der Föderation von Bosnien-Herzegowina lebt, kann man sich auch gar nicht beteiligen für die Präsidium. Zum Beispiel, weil die drei Präsidenten, die kommen so, wenn man, die serbische Präsident kommt von Republika Srpska. Und die Kroaten und die Bosniaken, die kommen von der Föderation. Das Gleiche gilt, ich als ein Bosniake, wenn ich in der Republika Srpska wohnen würde, ich wohne in Jajce, mein Wohnsitz in Jajce, in der Föderation, aber zum Beispiel, wenn es Banja Luka wäre, könnte ich mich gar nicht für die Präsidium, für die könnte ich gar nicht in den nächsten Wahlen sagen, okay, ich will gerne einer der drei bosnischen Präsidenten sein. 400.000 Menschen sind dadurch diskriminiert. Und das ist eine sehr hohe Nummer, würde ich sagen. Und das ist auch ein Teil, wo man sagen kann, bosnische Verfassung diskriminiert auf eine direkte Art und Weise die Bürger und Bürgerinnen in Bosnien-Herzegowina. Deswegen würde ich sagen, dass mein Land, Bosnien-Herzegowina, braucht einen neuen Social Contract, eine neue Verfassung. Und deswegen würde ich sagen, die jungen Kräfte von Bosnien-Herzegowina müssen sich dafür kämpfen, um Bosnien zu leben, zu wohnen, ihre Kinder da aufrechtzuerziehen, besser da als irgendwo anders. Vielen Dank. Frau Kalik, ich als Politologe, ihr habt wahrscheinlich immer die Neigung, auf diese Wahlen zu schauen. Ja, das ist jetzt wichtig und das entscheidet so vieles. Aber Sie jetzt auch
als Experte gerade für die großen Linien, auch langen Linien. Wie schauen Sie auf so anstehende Wahlen und wie bewerten Sie das, was da uns an Szenarien erwartet? Also ich kann mich eigentlich nur leider wiederholen. Also Bosnien ist ein ethnifizierter Staat. Sie haben es ja gerade auch noch mal gesagt. Ja. Ist das der Geburtsfehler dieser Verfassung, dass das gesamte politische Leben, die Institutionen und letztlich auch die Gesellschaft bis hin zum öffentlichen Gedenken und der Erinnerungskultur ethnisch geschichtet sind? Ob ist nicht was, was mir gut gefällt, muss ich sagen. Und ich würde gerne die Hoffnung von Herrn Djihic teilen, dass die nächsten Wahlen da eine grundsätzliche Wende bringen. Aber ich fürchte, wenn es tatsächlich so wäre, dass sozusagen andere Themen jetzt auf der Agenda sind, wie Umwelt und Klima und von mir aus europäische Integration und so weiter, dann wären wir doch gar nicht an den Punkt gekommen, wo wir jetzt sind. Also wir haben es ja mit Politikern zu tun, die, wenn sie so wollen, demokratisch legitimiert sind. Ja, die sind gewählt und das ist ein sehr trauriger Befund. Und ich kenne auch Umfragen unter der jungen Generation aus dem vorletzten Jahr, die dann feststellen, dass sich ja viele junge Menschen wünschen sich einen starken Führer, der da endlich mal Ordnung macht. Ja, also das Wunsch nach noch mehr Autorität und nicht nach weniger und so weiter. Das sind ja auch Tendenzen, mit denen man umgehen muss. Und deswegen fürchte ich, dass diese Wahlen ein kleiner sozusagen Zwischenschritt in einer langen tragischen Geschichte sind. Und ich beobachte das sehr lange in diesem Land. Es gab eine Zeit, wo man so optimistisch war, aber Sie haben gesagt, seit 2008, vielleicht ist es der Punkt, vielleicht sogar auch noch früher, sieht man eigentlich nur Rückschritte, Rückschritte, Rückschritte und immer mehr Nationalismus und immer mehr ethnische Schichtung. Und ich muss sagen, dass da die Staatengemeinschaft auch keine gute Rolle bei gespielt hat. Ja, also da muss man auch sagen, eine Mitverantwortung ist da sicherlich zu geben. Ich glaube, dass die EU die falschen Anreize gesetzt hat, dass der hohe Repräsentant zum Teil des Problems geworden ist, der sich ja jetzt sogar zum Teil für diese Forderung der Kroaten da öffentlich geäußert hat. Da geht es um die Wahlrechtsreform, um die Frage, ob die Kroaten sozusagen ihre Stimme, Sie können es besser erklären, Mordovic, als ich, was diese Wahlreform sagen soll, dass die Kroaten sich ethnisch besser repräsentiert fühlen durch oder sehen können durch dieses neue Wahlrecht. Also insofern bin ich, der hohe Repräsentant musste mit seinen Bonner Befugnissen drohen, um überhaupt die Finanzierung dieser Wahlen zu gewährleisten. Ich fürchte, dass die Wahlen nicht die große Wende bringen zu mehr Demokratie, europäischer Orientierung und einem gemeinschaftlichen, bürgerschaftlichen Geist, den ich mir selber natürlich auch wünschen würde. Jetzt habe ich gedacht, ich bin der große Pessimist hier. Aber vielleicht das abzuschließen mit einem hoffnungsvollen Punkt, auch vergleichend wiederum. Bei allen Problemen, die man in Bosnien-Herzegowina beobachten kann und ansprechen muss, eines sollte man nicht für selbstverständlich halten. Es gab keinen neuen Krieg, es gab keinen Rückfall in den Krieg und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich habe selber ein Projekt gemacht zu vergleichenden Studien zu Kriegen und ein erheblicher Teil von Kriegsgesellschaften fällt innerhalb weniger Jahre zurück in den Krieg. Und das ist in Bosnien-Herzegowina bislang nicht der Fall. Und das ist etwas, was man auch mal hervorheben muss, bei aller Kritik, die man immer hatte, bei auch allen Diskussionen, wie gefährlich ist es jetzt. Sie haben es schon gemerkt, ich habe es eben noch nicht erwähnt, an dieser Stelle wäre jetzt Manuel Sarrazin, der Sondergesandte der Bundesregierung für den westlichen Balkan, zur Stelle gewesen. Er musste aber leider aufgrund einer dringenden Dienstreise absagen, macht aber gar nichts, unter anderem, weil Sie eine ganze Menge von Fragen auch eingereicht haben. Und ich werde jetzt versuchen, dass wir sie jetzt hier auch gut beantworten können. Ich hoffe, ich kann alles lesen, aber Sie schreiben bislang alle viel schöner als ich. Die erste Frage, gibt es wie in Putins Russland politische Morde? Wenn ja, vermehrt in den letzten Jahren. Vielleicht einfach, wer möchte, ruft rein. Frau Topic? Nee, eigentlich nicht.
Es gab ja einen Mord, einen jungen Mann, das wurde nicht geklärt. Das hat ja dann auch irgendwelche Einwicklungen und Hintergründe mit der Institutionen, also in der Republika Srpska, gehabt. Bis heute wurde dieser Fall nicht geklärt, aber das war auch ein Zeichen, wo man für diese Autokratie, dass man dann auch Meinungs- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt hat, dass man die Leute, die protestiert haben, auch irgendwie bedroht haben. Viele Leute wurden gekündigt, weil sie sich solidarisiert haben und auf der Straße protestiert haben mit dem Vater des getöteten Kindes, der einfach die Frage gestellt hat, wer seinen Sohn ermordet hat. Also, und das waren die größten Proteste in Banja Luka, die auch Leute aus ganz Bosnien und Herzegowina gesammelt haben. Das waren ja auch 40.000 Menschen auf der Straße, was früher nicht der Fall war. Es war kein politischer Mord, aber hat politischen Hintergrund und hatte auch einen starken Einfluss auf die Entwicklung der Zivilgesellschaft in der Republika Srpska. Jetzt ist eine Frage direkt an Frau Kalik gerichtet. Da geht es um das Narrativ Serben gegen Kroaten, gegen Bosniaken und wahrscheinlich die rhetorische Frage, ist die Gesellschaft nicht viel vielschichtiger, als dieses Narrativ nahelegt? Ja, also auf jeden Fall ist es vielschichtiger. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das ganz richtig... Ja, das auf jeden Fall, weil natürlich, wie schon gesagt wurde, die Gesellschaft viel komplizierter ist und es auch viele Menschen gibt, die das als Dilemma oder als Zumutung empfinden, sich zu dem einen oder dem anderen zu sortieren, aber die Dayton-Verfassung verlangt das gewissermaßen. Ja? Also wenn man sich nicht erklärt zu dem einen oder zu dem anderen, oder womöglich wagt, sich zu einem Vierten zu erklären, dann hat man nicht die gleichen Rechte. Also das ist auf jeden Fall so. Es ist auch eine unzulässige Vereinfachung. Jemand hat auch schon gesagt, es sind ja nicht alle Kroaten in dieser HDZ und es sind nicht alle Serben auf der Seite von Dodik und so weiter. Aber diese Kräfte, diese nationalistischen Kräfte bestimmen das öffentliche Leben, bestimmen den Diskurs, bestimmen auch die Kommunikation mit dem Westen. Und das sind die Ansprechpartner, die, mit denen Herr Sarrazin das Vergnügen hat, sich unterhalten zu dürfen. Die Fragen sind wunderbar sortiert. Die nächste passt nämlich super direkt danach. Jetzt ist die Frage, warum gibt es nicht einfach nur Bürger von Bosnien-Herzegowina, sondern die sogenannten konstituierenden Völker? Naja, also, wenn wir nicht so eine Verfassung hätten, die sagt, dass wir müssen einer der drei sein, viele Leute in Bosnien-Herzegowina würden auch gar nicht sagen, dass die Bosniaken sind oder Serben oder Kroaten. Ich wahrscheinlich würde kein Bosniake sein. Wieso muss ich ein Bosniake sein? Aber ich muss, in so einem System muss man das sein. Weil zum Beispiel, wenn man in öffentlichen Arbeit einen Job finden möchte, man kann das gar nicht, weil wir Quotas haben. Ein Drittel Serben, ein Drittel Kroaten, ein Drittel Bosniaken und dann ein Zehntel von den the others, die restlichen. So nennt man die Verfassung. Und deswegen würde ich sagen, viele Jugendliche identifizieren sich gar nicht mit dem System. Und nicht nur Jugendliche. Also meine Eltern haben in Jugoslawien, also die haben in Jugoslawien gelebt. Also, und viele von diesen Jugoslawen jetzt mussten sich entscheiden, ob die Serben oder Kroaten oder Bosniaken sind. Wissen Sie, was passiert zum Beispiel mit den Leuten, die Kindern von Mischehen sind? Mutter Kroate, Vater Serbe. Was bin ich? Oder was passiert mit den Kindern von
von Eltern, die schon aus Mischehen, aus jugoslawischen Mischehen kommen. Also diese Leute haben ein Identifikationsproblem sozusagen, ein Dilemma. Und dann am Ende, wenn sie zum Beispiel sagen, okay, ich würde gerne irgendwo arbeiten in der Schule, müssen die sagen, denen ist irgendetwas. Du musst sagen, was du bist. Entschuldigung? Naja, ich komme aus Zentralbosnien, aus Stadt Jajce, der ziemlich geteilt ist. Die Professoren, die in der Schulen arbeiten, nicht nur, dass die sagen müssen, ob die Kroaten oder Serben sind, sondern müssen die sagen, ob die richtige Kroaten sind. Die Kroaten aus SDP können keinen Job in Schulen in Jajce haben. SDP heißt Sozialdemokratische Partei? Bitte? SDP, Sozialdemokratische Partei. Also wenn man ein Kroate aus SDP ist, ist man gar nicht willkommen in der Schule in Jajce zu arbeiten, in Mostar. Kann man als Kroate in West-Mostar aus SDP einen Job in der Schule in West-Mostar bekommen? Nee, geht nicht. Also wir sehen hier das Problem, dass die Verfassung Leute in Schubladen steckt. Die nächste Frage schließt auch wiederum an. Es war jetzt hier oft von uns, von politischen Eliten die Rede. Natürlich auch eine Verkürzung, eine Vereinfachung. Aber da kam die Frage, das sind ja immer nur so wenige. Warum ist es denn offenbar so schwierig, da eine Zivilgesellschaft, dass sich eine Zivilgesellschaft bildet, und zwar eine, die sich dann auch diesen etlichen Unternehmern entgegenstellt? Wer dran? Ja, also ich hab die Frage nicht ganz gut verstanden, aber ich glaube, worum es geht. Warum gibt es keine Zivilgesellschaft? Warum ist sie nicht stark? Warum muss man sich ständig mit diesen ethnonationalen Eliten identifizieren? Ich glaube, ganz klar, die Verfassung prägt ja auch die Realität des Landes. Und die Verfassung ist ein Kompromiss gewesen, wo dann auch der spätere, also der damalige geistige Vater dieser Verfassung, Richard Holbrooke, der US-amerikanische Unterhändler, selbst nach vielen Jahren zugegeben hat, mein Gott, also irgendwie haben wir es da doch verbockt und haben wir da einen Geist, einen ethnonationalen Geist aus der Flasche gelassen, der nicht ganz der doch sehr pluralen Geschichte Bosniens entspricht. Also die Geschichte Bosniens und die geschichtliche Verfasstheit ist ja eine sehr viel widersprüchlichere und buntere, als es nur diese ethnonationale Konstitution derzeit suggeriert. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, natürlich gibt es auch eine zivile Gesellschaft. Also es gibt ja unterhalb dieser politischen, sehr verfahrenen Situation, also gibt es ja wirklich eine sehr, sehr lebendige Kooperation auch von jungen Menschen, von Künstlern, Künstlerinnen, von Wirtschaftstreibenden. Es gibt ja auch, wenn man so will, das hat die Tanja Topic auch erwähnt, es gab diese großen Proteste wegen der Ermordung eines jungen Serben in Banja Luka, die dann auch sehr bald danach auch von der Ermordung eines Bosniaken in Sarajevo dann auch ergänzt wurden, leider. Und diese beiden Herren, die Väter, die Söhne verloren haben, Memic und Dragicevic, also die beiden, ein Bosniaken und ein Serbe, haben ja gemeinsam eine der größten zivilen Bewegungen auf die Beine gestellt. Das heißt, und die haben ja während des Krieges auch noch dazu in den jeweiligen, also gegeneinander gekämpft. Das heißt also, es zeigt, dass eigentlich auf der Alltagsebene sehr viel wirklich möglich ist. Ein Problem, das wir schon haben, und das möchte ich auch noch kurz erwähnen, also wir haben natürlich auch die etablierten Zivilgesellschaftsorganisationen, die sehr viel Geld auch bekommen haben in den letzten 25, 26, 27 Jahren, die eigentlich sich mittlerweile so weit professionalisiert haben, dass sie auch von den Menschen auch sehr stark verachtet werden und die auch die Idee einer Zivilgesellschaft zerstört haben bis zu einem gewissen Grad. Es gibt aber auf der anderen Seite wirklich sehr, sehr viele positive Beispiele von einem neuen Aktivismus, wo ein Keim eines neuen Citoyen-Gefühls in Bosnien auch vorhanden ist. Also und das ist ja nicht zu unterschätzen. Also diese Bewegungen haben auch Erfolge geschafft in Jajce und einen letzten Erfolg, und damit schließe ich, möchte ich erwähnen. Also es haben sich rund um einen Fluss in einem Dorf Kruschica Frauen aus Bosnien-Herzegowina zur Wehr gesetzt gegen den Bau eines Mini-Wasserkraftwerks. Danach entstand eine zivile Bewegung, die jahrelang versucht hat, auch politisch zu lobbyieren für den Verbot vom Bau von diesen Mini-Wasserkraftwerken. Und das wurde jetzt gerade gesetzlich vor ein paar Tagen abgesegnet. Und das zeigt noch einmal, dass auch eben dieser Alltagsproblem, dieser Kampf, der zivile Kampf, auch denkbar ist.
Und dass eben diese Dualität Bosnien-Herzegowinas, die wir auch durch die Geschichte gehabt haben, einerseits das Zivile, andererseits das Nationale, auch vereinbar sind. Es heißt ja nicht, dass eben die Nation, also auch das Gefühl eines ein Bosniak zu sein oder ein Serbe zu sein, ein Kroate zu sein, im Widerspruch steht zu einem funktionalen Staat, zu einer Rechtsstaatlichkeit, zur Wahrung von Alltagsinteressen. Und ich glaube, das ist die Gleichung, die wir in Bosnien zusammenbringen müssen, auch wenn das eine realutopische Aufgabe bleibt, ist es, glaube ich, eine Aufgabe, an der wir uns abarbeiten müssen, sonst geben wir auch dieses Land auf. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch geschätzt 10, 12 Fragen. Wenn wir die alle durchgehen wollen, müssen wir uns, glaube ich, kürzer fassen. Aber die Frage, die jetzt kam, haben wir, glaube ich, schon beantwortet. Hat Dayton das nationalistische Wahlsystem zementiert? Ja, in dem Sinne schreibt Dayton diese nationale Spaltung auch immer fort. Die nächsten beiden Fragen versuche ich mal zusammenzubringen. Da ist jetzt hier die Frage, ob das die Verfassung von Dayton selbst rassistisch ist. Das verbinde ich mit der Frage nach dem Schulsystem, was ja auch Kinder segregiert, nach diesen Zugehörigkeiten sortiert. Ich glaube, die Frage ist, bitte? Das steht aber nicht in der, das steht nicht in der Verfassung, genau, aber das ist eine Praxis und ich glaube, da ist jetzt Samir Beharic. Genau, also das ist eine Praxis. Es steht nicht in der Verfassung, das ist richtig. Also, in Bosnien-Herzegowina, zurzeit jetzt haben wir 56 ethnisch segregierte Schulen. Ich habe in eine solche Schule, also ich würde für 8 Jahre unterrichtet in so einer Schule. Also wenn man zum Beispiel, ich würde erzogen in einem Stadtteil in Jajce, der ethnisch integriert ist. Da habe ich mich, da habe ich Fußball mit meinem Freund Dragan gespielt, der ein Kroate ist. Und dann haben wir zusammen zu der Schule hingegangen und dann Dragan würde von der linken Seite, von der linken Eingang in die Schule reingehen und ich von der rechten Seite. Und wir würden uns gar nicht treffen für 5 oder 6 Stunden lang. Auch in den Schulpausen würden wir nicht zusammenkommen, weil die Schulklassen waren so, dass meine Schulpause 15 Minuten früher kommt, weil, um Gottes Willen, wir sollten uns gar nicht auch in der Schul, wie heißt es, Schoolyard auch treffen. Schulhof treffen, genau. Und in 2016, die Politiker in Jajce haben gesagt, unsere Hochschulen, unsere Mittelschulen sind ethnisch integriert. Und die haben gesagt, okay Leute, die Politiker haben so gesagt, HDZ und SDA zusammen, die bosniakischen Nationalisten und kroatischen Nationalisten, die haben gesagt, jetzt sollten wir auch die Mittelschulen segregieren. Damals haben wir für 2 Jahre lang protestiert, offene Briefe geschrieben, lobbyiert, auch mit Botschaften, mit international Vereine in Bosnien-Herzegowina. Nach 2 Jahren haben wir was geschafft, was niemand in der Nachkriegszeit in Bosnien-Herzegowina geschafft hat. Wir haben geschafft, um direkt eine politische Decision um zu stoppen und den Politikern zu sagen, nein, ihr werdet unsere Schule gar nicht segregieren. Und das ist so wertvoll, nicht nur wegen dieser einen Schule. Das ist so wertvoll, weil es waren 16-Jährigen, 18-Jährigen, 20-Jährigen Jugendlichen, die den Politikern, allmächtigen Politikern gesagt hat, nein, ihr werdet das nicht machen. Und das ist ein sehr starkes Signal für all die Kräfte, für all die nationalistischen Kräfte, nationalistische Politiken in Bosnien-Herzegowina, die nächstes Mal nur darüber denken werden, okay, wir könnten noch eine Schule segregieren. Wird nicht klappen. Weil das ist ein sehr gutes Beispiel, wie junge Leute, ordentliche Bürger und Bürgerinnen vermeiden können und die Politiker, nationalistischen Politiker sagen, stoppt. Weil die Politiker, die sehen segregierte Schulen als ein perfektes Training Ground für die neuen Nationalisten und für die neuen nationalistischen Wähler. Wenn man 8 Jahre lang in so eine Schule geht, man wählt gar nicht SDP und Sozialisten, man wählt Nationalisten. Und das ist auch in meinem Interesse, dass wir das vermeiden. Deswegen würde ich sagen, dass die junge Generation in Bosnien-Herzegowina eine sehr große Rolle spielt, aber wir brauchen Unterstützung auch aus Bosnien-Herzegowina von draußen. Wenn nicht, dann haben wir Bosnien-Herzegowina von Bosniaken, Serben und Kroaten. Dann werden wir abwandern. Und die Fight von Schülern und Schülerinnen in Jajce ist ein sehr gutes Beispiel, dass wir die Politiken in Bosnien-Herzegowina direkt
wechseln und stoppieren können. Danke. Die nächste Frage. Die nächste Frage ist für den. Also ich finde jetzt, dass Sie jetzt das Wort ergreifen, ist ein bisschen unfair den anderen gegenüber, die Fragen schon formuliert haben. Es ist genau das, was auf die nächsten Fragen nämlich kommt. Es kommen gleich Fragen zur Rolle der EU und Brüssel. Aber danke für auch Ihr Lob an Herrn Berdetsch und seinen Mitstreiterinnen. Die nächste Frage, die ja kam, die haben wir uns für die Schlussrunde vorgenommen. Nämlich, wie kann man auf diese Spannungen im Land auch reagieren, sie auch zu überwinden? Deswegen stelle ich die mal zurück. Und es schließt jetzt auch an die Fragen, die gerade kamen. Die zwei betreffen nochmal die Rolle der Europäischen Union. Eine Frage ist, wie sehr ist ein Europa daran interessiert, Bosnien-Herzegowina in seiner Gesamtheit zu lassen, also den Gesamtstaat zu wahren? Und die Gegenfrage dann, gibt es Befürwortungen innerhalb der Europäischen Union, Bosnien-Herzegowina zu spalten und in mehrere Staaten aufzuspalten? Wer möchte antworten? Ich kann bitte antworten. Frau Kalle. Also ich habe Brüssel wäre heilfroh, wenn Bosnien als funktionierender Staat zusammenwachsen würde. Und ich kann nur davor warnen, das Problem die Verantwortung so nach außen zu schieben. Der Kollege, der eben gesprochen hat, hat gesagt, das kam aus Brüssel mit den zwei Schulen. Ich hatte auch diesen Verdacht. Und dann habe ich mal den ehemaligen hohen Repräsentanten Petritsch gefragt: Herr Petritsch, warum lassen Sie das zu, mit den Befugnissen, die Sie haben, dass es zwei Schulen unter einem Dach gibt? Und er sagt, ja, wissen Sie was? Ich dachte, das wäre ein Fortschritt, oder wir glaubten, das sei ein Fortschritt, weil davor waren diese Schulen ganz separiert und wir wollten einen ersten Schritt machen, um zwei Schulen unter ein Dach zu kriegen. Und von da ging es dann irgendwie nicht weiter. Ja, vielen Dank für die Einordnung. Ich glaube, die nächste Frage, Frau Kalik, ist auch auf Sie zugeschnitten. Wenn Jugoslawien nicht funktioniert hat, nicht möglich war, warum soll oder kann denn Bosnien-Herzegowina funktionieren? Als kleines Abbild, wenn man so will, von Jugoslawien. Also das ist genau die Frage, die sich natürlich jeder gestellt hat, als Jugoslawien auseinanderfiel und die Anerkennungspolitik anfing und argumentiert wurde, das kann nicht funktionieren. Dann habe ich auf die Landkarte geguckt und habe gesagt, also wenn multinationales Jugoslawien nicht funktionieren kann, wie kann dann Bosnien nicht funktionieren? Ich würde die Frage ein bisschen anders gewichten. Ich glaube, Bosnien-Herzegowina hat lange Zeit sehr gut funktioniert, weil es eben Jugoslawien gab und viele, Herr Djic, verzeihen Sie mir, dieser nationalen Probleme dadurch aufgehoben waren, dass sozusagen die Kroaten ihre Mutterrepublik hatten da und die Serben noch die Serben da. Eine bestimmte Art von Problemen kamen nicht in dieser Schärfe auf, wie sie jetzt leider vorhanden sind. Was nicht heißen soll, dass so ein Staat überhaupt nicht funktionieren kann, könnte auch. Und meine feste Überzeugung ist, dass auch Bosnien funktionieren könnte, dass auch diese monströse Dayton-Verfassung funktionieren könnte, wenn es ein Mindestmaß an gutem Willen der zur Zusammenarbeit geben würde, dann könnte man wirklich sehr vieles machen. Aber das Problem ist, dass dieser Wille eben nicht besteht. Und es stellt sich natürlich immer auch die Frage nach den Alternativen. Was wäre denn die Alternative zu diesem Dayton-Kompromiss? Aber das geht jetzt zu weit. Eine andere Frage, die ja kam, die zielt ab, was wir diskutiert haben, von diesen Defiziten oder auch von Verfall von Demokratie. Und die Frage ist hier, inwiefern sehen wir in Bosnien-Herzegowina sowas wie eine Blaupause auch für Zerfall anderswo? Unter anderem werden jetzt hier auch die Vereinigten Staaten genannt. Also inwiefern gibt es jetzt da Züge aus Bosnien-Herzegowina, die wir anderswoher dann auch wiederum sehen? Also mich persönlich zum Beispiel hat Dodik einiges vorweggenommen, was ich nachher bei Donald Trump gesehen habe. Also da kann ich die Frage auch etwas verstehen. Wer möchte antworten? Also
zugespitzt Bosnien-Herzegowina als schlechtes Beispiel für ein Defizit der Demokratie für andere Länder. Wird Bosnien-Herzegowina überhaupt nachwahrgenommen? Also ich will nicht schon wieder, aber doch, bitte. Ich will nicht unbedingt Bosnien, aber was man in den 80er Jahren gesehen hat, vor allem in Serbien mit Milosevic, aber auch in den anderen Republiken, ist eine Art von Populismus der ersten Stunde. Und es war, glaube ich, die Historikerin Dubravka Stojanovic, die gesagt hat, was ist, wenn uns, sie sagte Serbien, aber ich sage der Balkan, unsere eigene Zukunft vorgeführt hat. Also diese Art, sie nennen das mit diesen Autokratien, populistisch funktionieren, diese ganzen Techniken der Massenmobilisierung, die Trump nur viel besser ausüben kann, weil er einfach viel mehr Geld hat und seine Privatmedien. Ja, das ist keine balkanische Spezialität und keine bosnische. Das ist, glaube ich, leider wirklich ein viel größeres Problem, das auch den Westen betrifft. Wir glauben immer, ach, die da unten am Balkan und so. Wenn wir unsere Gesellschaften ansehen, glaube ich, sehen wir gerade sehr vieles, was dem ähnelt, was in den 80er Jahren damals noch Jugoslawien stattgefunden hat. Leider. Gut, die nächste Frage, die greift nochmal auf, was wir eben diskutiert haben, nämlich die Gefahr eines drohenden Krieges in Bosnien-Herzegowina. Ich würde der oder diejenigen vielleicht nahelegen, lassen Sie uns das nach Abschluss vielleicht nochmal in kleinerer Runde diskutieren, was eben schon kam. Weil wir haben jetzt auch eine wunderbare Überleitung zur Abschlussrunde, die ich eben schon mal angekündigt hatte. Nämlich, wo sehen Sie denn jetzt Ansatzpunkte, Aussichten auf ein demokratisches, stabiles Bosnien-Herzegowina oder ein Bosnien-Herzegowina, wie Sie sich das wünschen? Frau Topic, vielleicht möchten Sie anfangen. Ja, ich sehe, ich bin ja eigentlich eine Optimistin. Und dann sehe ich ja die Möglichkeit für Bosnien und Herzegowina zur Entwicklung zu einer besseren Gesellschaft. Also nicht jetzt gleich zu ambitioniert zu sein und das als eine demokratische Gesellschaft also gleich zu sehen. In zwei Punkten. Eine wäre also Wechsel der politischen Generation. Auf jeden Fall, weil das sind ja alle Leute, die schon jahrelang in der Politik sind, Leute, die auch in den Kriegszeiten eine bedeutende Rolle gespielt haben, die sind destruktiv und ich kann mir kaum vorstellen, dass sie Träger des Fortschrittes sein können aus der alten mentalen, also Kriegszeiten, also Strukturen. Das ist ein Punkt. Und zweiter Punkt ist eine Hoffnung, dass wir wirklich einen Rechtsstaat haben werden. Das bedeutet eine starke Reform im Justizbereich. Ich muss dabei sagen, dass es tausende von Reformen in diesem Bereich in Bosnien und Herzegowina durchgeführt worden sind. Wir haben heute kein unabhängiges Justizwesen. Die meisten also aus diesem Bereich sind mit korrupten Politikern oder sogar auch mit kriminellen Strukturen also verbunden. Und das ist ja etwas, was meine Hoffnung also niedriger aufsetzt. Aber ohne diese zwei Voraussetzungen, trotzdem, dass ich ja eine Optimistin bin, sehe ich ja dann als eine langfristige, aber vielleicht eine Chance, dass wir eine bessere Gesellschaft werden. Herr Beradic, wie sieht es bei Ihnen aus? Also, ich würde ein kurzes Beispiel erwähnen. Letztes Jahr, nochmal in Jajce, in Zentralbosnien, kamen zwei shady Investoren, die haben gesagt, okay, wir würden gerne hier in Jajce, im Stadtzentrum, auf Fluss Pliva, zwei kleine Wasserkraftwerke errichten lassen. Die Leute waren wütend. Für 3 Monate haben wir protestiert und die Unterschriften auf eine Petition gesammelt. Der Bürgermeister aus Jajce war mit den Investoren zusammen. Nach 3 Monaten haben wir den Bürgermeister gesagt, bitte lass die Leute fallen, lass dem Projekt fallen, machen Sie sowas nicht.
Während dieser 3 Monaten, er hat gesagt nein, während dieser 3 Monaten haben wir mehr Unterschriften gesammelt, als der Bürgermeister Stimmen im Wahlen bekommen hat. Und wir haben zu ihm gegangen und dann haben wir gesagt, Herr Bürgermeister, hier haben wir 8000 Unterschriften, Sie haben 5.500 Stimmen in den letzten Wahlen bekommen. Nur dann hat er gesehen, dass nur dann hat er Angst gehabt, weil die Unterschriften waren bosniakische Namen, kroatische Namen, serbische Namen. Und ich wollte sagen, und ich würde hier pointieren, das, was Vedran schon gesagt hat. Da gibt es sämtliche Themen, die grüne Themen zum Beispiel, die alle Leute zusammen auf dieselbe Seite bringen. Luft, Wasser, diese Deponien und so weiter und so fort. Und das sind die Themen, die mehr und mehr relevant sind in bosnischer, heutiger bosnischer Gesellschaft. Deswegen würde ich sagen, wir werden einen Punkt stößen, wo wir sagen, so geht es nicht weiter. Weil Bosniaken, Serben, Kroaten, die haben Hunger auf 3 verschiedene Sprachen. Wir sagen, wir sprechen Bosnisch, Serbisch und Kroatisch. Aber wir sind hungrig in denselben Art und Weise. Und die Politiker in Bosnien-Herzegowina, ihre stärkste Währung ist Spaltung, ist Segregierung. Und ich würde sagen, wenn da gibt es irgendetwas, wo ich so super optimistisch bin, das sind die Themen, grüne Themen, die zusammen junge Leute, aber nicht nur junge Leute zusammenbringen aus verschiedenen ethnischen Gruppen. Und hoffentlich in den nächsten Jahren werden wir auch viel mehr grüne Partei haben, wo wir durch die mehr repräsentiert sein werden. Und das ist, würde ich sagen, für mich, was mich vorantreibt, um aktiv zu sein on the ground. Ja, vielen Dank. Frau Kalik, wo sehen Sie Ansätze? Was sind Ihre Ansätze? Also zusätzlich zu dem, allem, was jetzt schon gesagt wurde, könnte es ja sein, dass dieser Krieg von Putin auch dazu geführt hat oder dazu führen wird, dass sein Einfluss in der Region geringer wird. Und wenn auch nicht direkt, dann vielleicht indirekt, weil die EU nicht mehr so viel Rücksicht nimmt auf Russland. Ja. Und die Koinzidenz mit diesem 2008 ist schon deshalb auffällig, weil das eigentlich, glaube ich, auch der Kipppunkt war, wo Russland seine konstruktive Rolle verlassen hat und er in diese Spoiler-Rolle reingekommen ist. Und wenn die bosnischen Serben nicht immer drohen könnten, wenn die EU nicht tut, was sie will, dann gehen wir zu unseren Freunden und das ist nämlich Russland und China. Und wenn das mal wegfällt, dann ist vielleicht auch die Kompromissbereitschaft ein bisschen größer. Ich hoffe auch, dass sich die EU selber besser sortiert in Zukunft, denn die EU spricht nicht mit einer Stimme, müssen wir leider auch sagen. Es ist nicht nur so, dass die Bosnier gespalten sind, sondern auch die EU ist ja gespalten. Kroatien spielt keine besonders gute Rolle, Ungarn spielt eine besonders schlechte Rolle und dann haben wir noch nicht über die ganzen Bilateralismen, Bulgarien und so weiter gesprochen, die den auch den EU-Annäherungsprozess verzögern. Also ich glaube, die EU hat auch ganz viel Hausaufgaben zu machen, die sie selbst betreffen. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass wenn sich die EU und sozusagen diese europäische Gesamtlage nicht wieder in konstruktivere Fahrwasser bewegt, dass dann auch mit der Westbalkanpolitik nicht so viel zu wollen ist. Danke sehr. Vedran Djindjic mit den abschließenden Worten zu den Ansätzen, die er sieht. Ja, drei kurze Punkte. Also ein erster, Dekonstruktion. Also das heißt, wir müssen ganz einfach alles daran setzen, dass wir die Korruption und die Kriminalität unter dem Deckmantel der nationalen Frage, die von den ethnonationalen Eliten hier betrieben wird, dass wir sie wirklich als einen Verrat an der eigenen Nation bloßstellen und auch immer wieder betonen, dass eben diese nationale Frage eigentlich nicht die nationale Frage ist, sondern wirklich eine Bereicherung von korrupten und kriminellen Eliten, die Stimme der bosnischen Menschen nicht verdient haben. Zweiter Punkt, Bosnien-Herzegowina ist ein europäisches Land und der Ukraine-Krieg zeigt noch einmal, dass hier auch die USA, die Europäische Union, aber auch Deutschland sich stärker engagieren müssen und ich hoffe und glaube auch, das tun werden. Das, was in der letzten
Resolution des Deutschen Bundestags in dieser Erklärung zu Bosnien-Herzegowina steht, ist eine wegweisende Entscheidung, dass man hier versucht, auch in Bosnien jenseits von Dayton zu denken, sich auch vom Konzept der konstitutiven Völker in einer Vision schrittweise verabschiedet und hin zu den Bürgern und Bürgerinnen geht. Und das inkludiert sicherlich eine mögliche Veränderung oder eine utopische oder realutopische Veränderung der Verfassung irgendwann. Was aber in einem ersten Schritt ganz wichtig wäre, und das ist, glaube ich, eine zentrale Aufgabe für den Westen, man muss dafür Rechnung tragen, dass die Wahlen auch korrekt ablaufen. Die Wahlen derzeit sind nicht demokratisch legitimiert in sehr vielen Bereichen. Stimmen werden gekauft, Stimmen werden gestohlen, die ethnonationalen Politiker dominieren das sehr stark. Wir müssen die Wahlen von diesem ethnonationalistischen Nebel befreien. Und letzter und dritter Punkt, es gibt ja dieses wunderbare Drama von Oedo und von Horvath, Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich glaube, gut, Liebe streichen wir jetzt einmal durch, aber ich glaube, von Glaube und Hoffnung brauchen wir mehr. Aber jetzt wirklich nicht Glaube und Hoffnung als ein naives Prinzip, sondern Glaube und Hoffnung verbunden mit konkreten Praktiken. Und da sind die jungen Menschen von Jajce, die gegen diese Segregation gekämpft haben, gegen die Umweltzerstörung, oder auch die Frauen von Kruščica oder auch der Vater dieses ermordeten jungen Mannes aus Banja Luka oder auch der Vater aus Sarajevo. Die sind die Leuchttürme eines neuen, möglichen anderen Bosnien, und an denen müssen wir uns auch dann auch festhalten. Ja, vielen Dank auch für diesen schönen Schlusspunkt mit dem Leuchtturm in einem Land fast ohne Küste. Trotzdem sehr schönes Bild. Ja, ich habe den Veranstaltern vorab gesagt, ich freue mich auf diesen Abend, so wie meine Kinder sich auf die Sommerferien freuen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich die Runde hier mit Ihnen bestreiten durfte, sich ja vorstellen durfte, mit Ihnen diskutieren. Ich hoffe, Sie haben einiges mitnehmen können. Und bevor wir jetzt hier ganz schließen, noch die Einladung. Sie haben jetzt die Möglichkeit, noch untereinander oder auch mit uns auf dem Podium in ganz informeller Runde noch mal bei einem Getränk oder einem Happen weiterzureden, wenn Sie denn möchten. Ansonsten kommen Sie gut nach Hause, schönen Abend, und vor allen Dingen Ihnen hier auf dem Podium und auch am Bildschirm weiter weg, hinter dem Podium, herzlichen Dank. Applaus